Jo, das ist immer wieder schön, wenn man keinen Pegel hat, jetzt. Ich habe letzte Woche von Frank das Stream Deck geschenkt bekommen, habe jetzt alles eingebunden, alles neu gemacht. Und hatte Pegel, hatte alles. Problem ist nur, irgendwie hatte sich die Audiospur nicht entschieden, auch nach draußen zu gehen. Okay, zurück zum Thema. Ich wollte heute mal Waffensysteme reden. Ich habe vor, also letztes Jahr Sommer, mal über Drohnen ein Tutorial gemacht. Habe dann in den letzten Wochen Waffentürme bzw. Turmwaffen und Lenkwaffen hinterhergeschoben und wollte jetzt mal so nach und nach die Inhalte durchgehen. Bei den Drohnen gibt es, ich sag mal, bewegliche Drohnen von Light, Medium auf Heavy, die dann auch mehr Schaden machen. Und die Sentries, die einfach nur doof rumstehen und dafür halt, ich sag mal, einfacher zu reparieren sind, wenn sie mal einen Kratzer abbekommen. Normalerweise sortiere ich ja Dinge, beziehungsweise sortieren eigentlich alle die Dinge von Amar, Kaldari, Galente und Minmatar. Einfach alphabetisch, in dem Fall hier nicht, weil Galente unheimlich hohen Schadensmodifier hat. Das ist auch im Tutorial über Beladen der Drone Bay ein wichtiger Fakt. Man kann nämlich mit den Galente-Dingern, wenn man jetzt nicht unbedingt im Amar-Raum unterwegs ist, immer relativ gute Ergebnisse beim Drohnenschaden erzielen. Ansonsten Kaldari mit ihrem Kinetik. Amar, wie gesagt, nur gegen Blood Raider oder Amar. Und Minmatar ist halt mit Explosiv nahezu bei Angel festgetackert. Deswegen bin ich immer hier zwischen den zwei hin und her gerissen, habe mich jetzt schon länger mal für Kinetik entschieden, weil es relativ viele Gegner gibt, die einfach ein Kinetikloch haben, obwohl Galente mit, also nicht wegen dem Thermalschaden, sondern wegen dem Schadensmodifier, der dahinter steht, der halt deutlich höher ist als bei allen anderen. Also da kann man dann, obwohl man vielleicht auf ein Kinetikloch schießt, mit Thermalschaden trotzdem noch gute Ergebnisse erzielen und wenn es halt Thermalschaden ist, dann hat man sowieso gewonnen. Sentries als Sonderform, die sind nicht nach Schaden sortiert, sondern von DPS Tracking auf Optimal Fall-Off. Also die Garde haben hohen Schaden und gutes Tracking und die Warden auf der anderen Seite haben eine hohe Optimal und einen hohen Fall-Off. Gucken wir uns nachher nochmal an. Was da geht, kann man auch ein bisschen noch pimpen. Drohnen eignen sich als Anfängersystem, auch wenn hier relativ viele Skills sind, ist es immer eine schöne Geschichte, weil der Miner kann sie halt auf seinem Mining-Schiff mitverwenden. Im PvE und im PvP sind sie bei beidem gut aufgehoben und selbst wenn man Exploration macht, sind so ein paar Drohnen, die entweder salvagen oder ECM geben oder eine ganz nette Geschichte, um sich halt eventuell den Arsch zu retten. Dann Drohnenreichweite muss man unterscheiden zwischen der Kampfreichweite und der Aufschaltreichweite oder Kontrollreichweite, weil die Kampfreichweite ist höher als sogar die von Waffentürmen oder Raketen, weil wenn man eine Drohne auf ein Ziel drauf jagt, dann bleibt die am Kämpfen, bis man 380 Kilometer weg ist. Wenn man dann bei 381 ist, haben die keinen Bock mehr und hören auf. Aber so kann man dann auch Strukturen angreifen, zum Beispiel mit relativ schwachen Schiffen. Man schmeißt die Drohnen raus, burnt ein MWD von der Struktur weg und umkreist die. Und vor allem M-Strukturen kommen ja nur auf 300 Kilometer. Da sind die halt einfach ausmanövriert mit ihren Waffensystemen, können halt nichts mehr dagegen machen und müssen halt anfangen, die Drohnen einzeln wegzufriemeln, was halt, sagen wir, bei der Vexor-Flotte schon ziemlich ungeil ist. Und selbst wenn sie dann andere Schiffe draußen haben, die Vexoren killen, dann rennen sie den Vexoren mit MWD hinterher und killen eine Vexor, die dann sich 8 Millionen gekostet hat und waren dafür dann 2 Minuten, 3 Minuten, eventuell 10 Minuten beschäftigt, je nachdem wie gut sie sind. Die Kontroll- und Aufschaltreichweite, die ist noch, ist quasi die Reichweite, innerhalb der man aktiv Ziele zuweisen kann und wo dann die Drohnen auf dieses reagieren. Das ist auch beim Zuweisen, also man kann. Also Verbündete in der Flotte kann man entweder bewachen, dann reagieren die Drohnen auf Beschuss von demjenigen oder assisten. Das heißt, sie nehmen dann die gleichen
Angriffsbefehle entgegen von demjenigen, auf den man assistet hat. Wobei das nicht heißt, wenn der seine Drohnen irgendwo hinschickt, dass er dann was macht, sondern die reagieren dann nur auf Waffen oder EVOR-Befehle. Das heißt, ich kann mit dem Target Painter auf einer Orca alle Drohnen, die eine Hulk oder die Hulks, die außenrum stehen haben, irgendwo hinschicken. Wobei es bei der Aufschaltungsgeschwindigkeit wahrscheinlich mehr Sinn macht, eine Hulk dafür zu nehmen, weil die schneller aufschaltet als die Orca. Die Reichweite kann man durch Drone Link Augmentoren erhöhen, Drone Avionics und Advanced. Dann ist man irgendwo so bei 60 Kilometern, also durch die Skills. Und dann kann man die auch bis auf 300 hochpumpen, wobei halt die Frage ist, macht es Sinn, Drohnen mit ihrer Eigengeschwindigkeit so weit fliegen zu lassen? Das habe ich schon gerade eben gesagt, bewachen und assistieren. Bewachen heißt halt, sie greifen alles an, was das zu bewachende Schiff angreift. Assistieren heißt, sie helfen oder reagieren auf Angriffsbefehle von dem Schiff. Da das eine Zeit lang, so 2012 rum, massiv missbraucht worden ist, diese Mechanik. Damals konnte man noch, hatten Carrier noch Drohnen. Und man konnte pro Carrier 10 Drohnen rausschmeißen. Und dann konnten halt diese 2500 oder noch mehr Drohnen, die halt in der Flotte waren, vom FC über dieses Assisten halt gesteuert werden, was halt einen brutalen hohen Alpha generiert hat. Und deswegen ist es dann irgendwann gecappt worden, dass man maximal 50 Drohnen insgesamt assistieren kann. Also ihr könnt dann noch mehr hinschicken, nur können nur die ersten 50 halt benutzt werden von demjenigen, der sie bekommen hat. Was aber halt auch heißt, wenn ich 25 Gilas habe, A2 Drohnen, dann hat dieser Knopfdruck immer noch 14.000 DPS. Und Gilas sind halt Kreuzer. Ist halt so Schluck. Auch wenn es relativ teure Kreuzer sind. In beiden Fällen zählt die Aggression, von den Drohnen aus Mutterschiff. Das heißt auch, wenn ihr dieses Assisten bzw. dieses Supporten im Highsec macht und zum Beispiel jemand ist im Krieg mit einer anderen Partei und die Drohnen greifen an, dann macht ihr da mit. Dann seid ihr mindestens suspect. Wenn derjenige gankt, kann es halt auch sein, dass ihr dann eventuell sogar criminal werdet und Concorde euch wegbläst, weil kein Bock. Ja, genau, hier ist noch eine interessante Mechanik. Ich kann Drohnen aufgeben und sofort wechseln. Das ist was, was eher im PvP gemacht wird. Wenn es aber im PvE eng wird und irgendwelche Tackler relativ nah ans Schiff rankommen und ihr habt Heavy-Drohnen oder Mediums draußen, die stehen JWD vom Schiff weg, weil sie gerade in irgendeiner Gruppe am Wüten sind, dann kann man die aufgeben, die Drohnen, 5 Lights rausschmeißen. Und Fregatten, Tackler, Webber, was auch immer, wegblasen und die Leitrons wieder reinholen und sich mit den Heavys wieder reconnecten. Dabei sei aber gesagt, dass die Heavys dann einfach nur dumm im All rumstehen und die NPCs sich natürlich an denen dann rächen werden. Außer ihr habt Stage-Aggro und die schießen sowieso auf euch. Im Menü ist der Punkt hier sehr, sehr wichtig. Passiv-aggressiv. Passiv heißt, Drohnen machen halt nichts. Also wenn ihr denen nicht sagt, mach was, bleiben die halt einfach nur dumm rumstehen. Wenn sie aggressiv stehen, verteidigen sie euch, was halt sehr sexy ist, wenn ihr so semi-AFK-Missionen fliegt, dann schießen die halt, solange ihr beschossen werdet, immer wieder auf die NPCs, die euch beschießen. Heißt aber halt auch, wenn eure MTU beschossen wird oder jemand aus einem Wrack rausklaut oder, dann schießen die Drohnen halt auf den Übeltäter und dann seid ihr halt suspect. Das ist so semi-geil. Dafür Vorteil, wenn ihr halt gejammt seid, nichts machen könnt, ist aggressiv halt sexy. Das heißt, wenn man im Gorista-Space ist, also alles, was Kaldari hat, wo Gorista als Piraten vorkommen, ist es halt sehr angenehm, weil selbst wenn man gejammt ist, machen halt die Drohnen weiter und schießen. Da aber halt immer noch das Risiko, wenn irgendjemand euch etwas Böses will, und MTU beschießt oder aus Wracks klaut, dann seid ihr halt suspekt, weil die Drohnen sagen, du, nicht mit uns.
Focus Fire sollte auf jeden Fall immer an sein. Sonst hat man nämlich fünf Drohnen, die auf fünf Zielen rumpimmeln. Und nach fünf Zielen halt immer so ein bisschen im Schild rumfriemeln, aber halt nicht wirklich weiterkommen. Wenn die fünf Drohnen auf ein Ziel drauf sind, dann drücken die halt das Schild durch und dann beim nächsten und nächsten und nächsten und macht halt einen größeren Effekt. Fighter haben noch Attack and Follow, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits warpen dann die Fighter im System hinterher und schießen halt auf das Ziel, auch wenn das versucht abzuhauen. Nachteil ist halt, die Fighter stehen halt irgendwo und man sieht nicht, was sie treiben. Und eventuell sieht man halt auch nicht, wenn die halt in eine Trap reinlaufen und gewebt werden und dann halt mit, wie heißen die? Superior, Not in der Zunge. Luftüberlegenheitsfightern heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also das sind Anti-Fighter-Fighter und die blasen dann die weg und wenn die eigenen Fighter gewebt sind, sind die halt relativ schnell durch. Ja, es gibt noch Mining-Drohnen, kennen wahrscheinlich alle, gibt es sowohl für Erz als auch für Eis, wobei da wieder dieses, bei Mining-Drohnen sind für Erz und Eis-Harvesting, also Harvesting ist in der Regel für Eis, auch bei den Strip-Minern. Und da ist halt das große Problem Drohnengeschwindigkeit, also es macht immer mehr Sinn, die Dinger schneller zu machen. Als einen Ertrag zu erhöhen, weil sonst muss man halt mit seinem Schiff so nah am Brocken stehen, dass man eventuell nicht rauswarpen kann, wenn irgendwas schief geht. Sprich, Nodes reinkommen, Ganker sich hervortun oder. Dann haben wir die Eivor-Drohnen. Die können im Endeffekt alle Eivor-Sachen, die halt man vom Schiff aus auch kann. Was hervorzuheben ist, ist, dass die neue Myrmidon Navy, die bekommt einen Bonus auf Stasis Replication Drohnen, was ziemlich wild ist, weil das ist eigentlich Minmatar und Myrmidon ist ja ein Galente Schiff. Also eigentlich hätte die Sensor Dampening Bonus kriegen müssen. Jo, Dinge passieren. Ja. Also wenn ihr die Energy Nodes und die Webber sucht, die sind Combat Utility und nicht bei den Eivor-Drohnen. Das ist aus irgendwelchen Gründen getrennt. Da es aber halt ins gleiche Thema reingeht, werden die von der Community, von den E-Spielern eigentlich nicht unterschieden. Und auch bei den Eivor-Drohnen ist es halt wie bei den normalen Kampfdrohnen. Light-Drohnen sind am schnellsten, Heavy-Drohnen haben größte Wirkung, sind aber halt langsam, was halt heißt, bis die am Ziel sind oder ob sie ihr Ziel überhaupt erreichen, ist halt dann fraglich. Das heißt, man muss dann, wenn man sowas einsetzt und halt wirklich versucht, mit Heavy Drones sowas zu erreichen, denen auch einen massiven Speed-Bonus geben und das Schiff entsprechend fitten, damit die halt auch funktionieren. So, jetzt erstes Mal mit Stream Deck umgeschaltet. Ja, also ich habe jetzt hier mal ein paar Fittings rausgesucht, was bei dir, was so mit Drohnen unterwegs ist. Tristan als Anfängerschiff, ihr seht hier alphafähig, ist so ein relativ solides Teil, für 8 Mille auch erschwinglich, macht halt so Semi-Schaden. Ist aber für Altjas, die halt sonst nichts können, eigentlich eine ganz gute Option für die Epic Arc. Ich stelle nur fest, dass er mir gerade mein Warm-Fitting, was ich als Alternative reingemacht habe, um die Boni zu zeigen, weggenommen hat. Das ist im Endeffekt relativ nah beieinander. Also die Tristan kann man, wenn man bessere Skills hat, da kann man hier auch noch einen Drone Damage Amplifier dazu packen. Das ist nur als Alpha-Klon sehr eng, deswegen habe ich ihn rausgelassen. Vom Prinzip her geht er aber mit rein. Aber der Schaden ist halt selbst mit zwei Alphas halt doppelt so hoch, aber dafür kostet halt auch die Worm irgendwie das Hundertfache gefühlt. Wenn man die auf 5 hochpackt, dann ist die Tristan bei 104 und die Worm bei 211, also im Doppelten. Aber
8,1 zu 130 Mille ist halt auch ein Wort. Das heißt, wenn man mit vielen Altchars die Ark fliegen möchte, dann kann man sich halt für jeden eine Dristan holen oder man holt sich halt eine Worm und die müssen halt dann teilen. Also, dass man es halt irgendwo hinlegt und dann durchkontraktet, bis halt alle mal die Worm fliegen dürfen. Hier unten sind die Drohnen-Stats. Hier sieht man auch, Geschwindigkeit ist extrem hoch. Tank und der Shield Reload von den Drohnen und Optimal bzw. Fall-Off von den Drohnen liegt halt bei 3 bzw. 2 Kilometer. Das heißt, sie müssen relativ nah ans Ziel, was aber mit der Geschwindigkeit auch kein Problem ist. Dann die Ishtar, die mit Heavies arbeitet, beziehungsweise mit Light Drones und mit Heavy Drones kann man ja durchwechseln. Die Heavies haben halt deutlich mehr Schild und machen hier auch ein bisschen mehr an Schaden. Dafür sind halt die Warrior doppelt so schnell und ja, halt ein bisschen weichere Ziele. Aber die können halt auch Speed tanken im Gegensatz zu den Berserkern. Dann eine schöne Sache, die habe ich Montag schon angesprochen. Die war mir eigentlich lange Zeit gar nicht so bewusst, weil ich habe den Drone Scope Ship, der hier drin ist, den habe ich lange Zeit halt nur in Verwendung mit normalen Drohnen gesehen. Und wenn man sich die, wo sind sie denn, Drohnen, wenn man sich hier in die normalen Drohnen reinhaut, nehmen wir mal die Wasp und paar Hornets und die Vespas. Dann seht ihr hier die Entfernung, auf die halt schießen können. Also Optimal und Fall-Off von den Drohnen. Und das macht halt, ob der drin ist oder nicht, macht halt bei denen kaum Unterschied. Das ist halt bei der Wasp ist es halt 11,7 mit und 10,4 ohne. Das ist halt so, jo, vielen Dank fürs Mitspielen. Aber wie ihr schon hier unten gesehen habt, bei den Sentry-Drohnen, also vor allem bei der Bouncer, das kann man noch auf die Spitze treiben. Makro. Und hier die Warden dazu nehmen, die halt ohne schon alles auf 130 Kilometer kommen. Und wenn ich das halt einbaue, bin ich halt bei 146 Kilometer. Also der Drone Scope Chip ist halt für Sentries so Must-Have. An Rigs, weil der pumpt die halt übelst auf in Optimal und Fall-Off. Ja, so viel dazu. Gibt es bis jetzt Fragen oder Ideen, Anregungen? Habe ich was übersehen, vergessen? Sollte etwas gesagt werden oder. Hi Rico. Und hi Waitman und Thomas McFly. Ich habe mich vorhin begrüßt, aber nachdem das Mikro mal wieder nicht da war, wo es hätte sein sollen, kam das nicht durch. Gehe ich mal von aus. Leider sieht man nicht, ob jemand von euch tippt. Ich mache mal mit dem Waffentürm weiter. Ich habe hier einige von den Filmen von der EVE Academy nutzen dürfen. Und also vom Prinzip her, man hat Munition und haut die Richtung Gegner und die trifft und dann hat er Schaden, so als Kernfunktion. Ich mache mal hier das Video an. Das erklärt wunderbar die Optimal Range. Das ist nämlich die Reichweite, in der man 100% Wahrscheinlichkeit hat, vollen Schaden zu machen. Also da ist halt hohe Trefferwahrscheinlichkeit, voller Schaden. Im Fall-Off sinkt diese Wahrscheinlichkeit zu treffen, man kann aber immer noch relativ gut Schaden machen. Und wenn man halt aus dem Fall-Off raus ist, dann ist es halt Glückssache, überhaupt noch irgendwas zu treffen und überhaupt irgendwie Schaden zu machen. Deswegen sollte man hier schauen, dass Optimal Fall-Off halt natürlich relativ hoch sind.
Gleichzeitig muss auch das Tracking gut genug sein, weil wenn derjenige halt nicht stur in einer Linie wegfliegt, sondern im Kreis fliegt, müssen ja die Turmwaffen noch hinterherziehen können. Also die müssen ja mitdrehen. Und wenn der halt schneller wegfliegt, als sie hinterher drehen, treffen sie halt nichts. Dann schießen nämlich die Waffen immer hinter denen. Und jo, vielen Dank fürs Mitspielen. Es gibt drei große Gruppen von Turmwaffen. Als Energiewaffen, das sind die Laser von den Amar. Die schießen im Endeffekt nur Licht und werden deswegen auch als Taschenlampen bezeichnet. Haben Kristalle statt Munition und die verändern Reichweite, Kampfverbrauch und Schadensmix. Da es nur EM und Thermalschaden gibt, ist der Mix halt, welches Verhältnis EM zu Thermal kommt halt aus der Waffe raus. Und zumindest im PvE ist es halt Blood Raider exklusiv, weil sonst fast keiner EM-Loch in irgendeiner Weise hat. Einziger Vorteil ist halt, man muss die T1-Linsen nicht ersetzen, die sterben quasi mit dem Schiff. Das ist auch ein Fehler, den viele Anfänger machen. Die holen sich dann halt irgendwie 100 T1-Linsen und dann leben sie schon Ewigkeiten mit T2-Linsen und immer noch die Anfangsbestände, weil halt einfach ihr Schiff nicht oft genug gestorben ist, um die T1-Linsen aufzubrauchen. Im Grunde braucht man da nur von jeder Sorte oder von den meistgebräuchlichen jeweils ein Set halt. Je nachdem, wie viele Türme man halt hat, dann 4, 6, 8 Stück und dann ist man gut versorgt. Von den Lasern gibt es auch, also es gibt von allen Waffensystemen immer eins mit hoher Reichweite, eins mit kurzer. Bei den Lasern ist es Pulslaser, kurze Reichweite, hoher Schaden und Beamlaser, hohe Reichweite, weniger Schaden. Rechtschreibfehler, Laser klein, muss man noch korrigieren. Immer eine Übersicht mit der Munition, also in dem Fall die Kristalle, die verändern die Optimal beziehungsweise den Cap-Verbrauch. Das heißt, man kann halt je nachdem, was für eine Munition man wählt, mehr oder weniger Cap im Schiff haben. Was es halt schwierig macht, Marschschiffe zu simulieren, weil ob ich jetzt hier ein Schiff habe, was halt 15% weniger Cap hat, oder die Standard-Kristalle, die halt minus 45 ist, halt ein erheblicher Unterschied in meiner Stabilität. Also vom Schiffscap her. Und da die Laser Unmengen an Cap fressen, macht es halt einen erheblichen Unterschied auch. Deswegen sind auch hier die Multi-Frequenz mal meistens Schaden, aber kein Cap-Bonus. Und dann abhängig von Optimal und vom Cap-Verbrauch ist halt dann der Schaden, ist halt der Gesamtschaden dann auch wieder relevant und verschiebt sich. Und hier Conflict zum Beispiel hat 25% Malus effektiv, also der Cap-Verbrauch geht 25% hoch. Dafür machen die halt auch am meisten Schaden. Als nächstes Hybridtürme. Die stehen nicht ganz unabsichtlich in der Mitte zwischen den Projektilwaffentürmen von den Minmatar und den Lasern von den Amar. Die sind nämlich Hybrid zwischendrin. Also die haben Energieverbrauch aufgrund von den Magnetfeldern, mit denen die Munition beschleunigt wird. Also ähnlich wie ein Laser brauchen die auch Energie. Da die Munition aber eher so Feststoff ist, also kein Licht, sondern halt festes Zeug, ist es halt eine hybride Waffe aus zwei verschiedenen Gruppen. Und die sind auf Kinetik und Thermal beschränkt. Und auch hier wieder zwei Waffensysteme oder zwei Hauptgruppen. Einmal die Blaster, sehr kurze Reichweite, sehr hoher Schaden. Und die Railguns, sehr große Reichweite und weniger Schaden. Haben wir beides schon im Stream jeweils gehabt. Also die Hackay, die kommt halt auf 1150, ich sag mal, einem vernünftigen Fitting. Ich habe gestern rumprobiert, wenn man die mit Polarized fliegt und einfach einen kompletten Fick auf alles gibt, dann kommt man auch auf 1800 DPS mit einer Hackay. Also mit einem Tactical Zerstörer mal eben auf 1,8. Das ist halt Schlachtschiffschaden. So. Und die Naga, die haben wir ja auch schon gehabt, das habe ich ja nach dem Wreck-A-Bot-Event gesagt, ich keinen Bock mehr habe, da hin und her zu fliegen und rumzupimmeln. Ich muss mir echt angewöhnen. Jetzt hat er es genommen. Die Knöpfe hier zu drücken. Habe ich nicht rausgesucht, aber ist ja kein Problem. Weil die Naga, wo ist denn der Wreck-A-Bot?
das ist das hier. Wenn man hier die sind schon drin, wie sie sein. Was mich jetzt hier nur wundert. Ja, egal. Also der kann halt auf 300 Kilometer aufschalten und wenn ich halt hingehe und kopiere mir hier mal zwei zusammen, dann habe ich halt viermal die Möglichkeit auf egal was, was 310 Kilometer entfernt ist, also 300 Kilometer Aufschaltungscap, entfernt ist halt drauf zu schießen und komme halt auf alles drauf, was im Wreck-A-Bot-Event an Schiffen unterwegs ist. Für die Leute, die unterm Stein geschlafen haben die letzten Wochen, Wreck-A-Bot ist die Möglichkeit, oder ist der Event innerhalb von der GM-Woche, also Game Masters Week, wo CCP überführte Botter quasi aus dem Nullsec rein teleportiert nach Juli und dann werden die Suspect gestellt und dann dürfen halt alle, die im System sind, auf den drauf rumhämmern und die killen. Und ich habe halt ein sehr schnelles Schiff mit relativ wenig Reichweite gehabt und bin halt die ersten drei oder vier Kills nicht drauf gekommen, weil ich halt immer auf dem Weg war, war auch latent Teil da im System, weil halt so viele bei dem Event mitgemacht haben. Und habe ich jetzt einfach für nächstes Jahr keinen Bock und habe mir jetzt schon mal eine Naga hingestellt, die ich dann für diesen Event verwenden werde, um eben überall drauf zu kommen, weil 300 Kilometer sollte man, wenn man halt genau in der Mitte steht, relativ safe sein und überall halt mitkommen. Und da es bei dem Event ja nicht darum geht, viel Schaden zu machen, weil 430 DPS ist halt ein Witz, also da gewinnst du keinen Blumentopf mit, selbst als wenn du den kompletten Volley halt nimmst. Hier sieht man auch Thermalkinetik 50-50. Jo, ist halt mehr so ein Danke fürs Mitspielen Zeug, aber dabei geht es ja auch nicht, also bei Wreck-A-Bot geht es ja nicht darum, da Top Damage zu sein, sondern einfach nur auf den Kill mit drauf zu kommen. Und da ist es halt sinnvoll, dann schnell aufzuschalten und drauf zu schießen, bevor das Ding halt stirbt. Was halt vor allem bei den Anfangs- oder bei den ersten Kills, weil das halt in der Regel Carrier sind, die relativ schnell sterben, immer so ein Problem ist. Jo, zurück zu den Hybrid-Türmen. Also auch hier hat die Munition Einfluss auf den Cap. Ihr seht hier die Stückelungen und auch da ist wieder keine Cap-Änderung. Optimal ist größter Schaden, also größter Gesamtschaden aus der Mischung raus. Da muss man sich überlegen, was man halt haben möchte. Also welches Ziel man geht, wobei Kinetik immer präferiert wird. Was strange ist, weil also das Waffensystem teilen sich Lore-wise Galente und Kaldari, weil Kaldari ist ja eine Abspaltung von Galente. Trotzdem, obwohl eigentlich jetzt mehr ein Galente-System ist als ein Kaldari, weil Kaldari auf Lenkflugkörper umgestiegen sind, zu denen kommen wir auch noch gleich, ist trotzdem der Kinetikschaden höher, was ja eigentlich Kaldari-Schaden ist. Und Thermal ist so ein bisschen hinten dran, was halt eigentlich eher der Galente-Schaden ist. Dann haben wir Projektilwaffen als letztes, quasi das komplette Gegenstück zu den Amar-Waffen. Ich habe hier verlinkt, das ist die Bewaffnung, die halt auf der Bismarck drauf war, die in Küsten- und auf Eisenbahngeschützen eingesetzt worden ist im Zweiten Weltkrieg. Und ähnlich der ist halt die Bewaffnung von den Minmatar-Schiffen. Auch wenn jetzt eine 38 cm Geschütz deutlich größer ist als das, was man halt auf Riggs und Zerstörern findet, das läge irgendwo zwischendrin, kann ich auch nachher noch in der Tabelle zeigen, weil die Zerstörer und Kreuzer haben halt irgendwo zwischen also 12,5 und 28 cm und die sind bei 38. Aber back to topic. Die brauchen keine Energie, nur Munition und drücken dann, und das ist das Tolle an Minmatar, was auch als für mich als Anfänger der Grund war, warum ich Minmatar gemacht habe, abgesehen davon, dass ich auch meinen dann, ich habe endlich so zumindest ein bisschen Ahnung vom Spiel Char dann als Minmatar gestartet bin. Die können halt aus allen vier Schadensarten, können die immer 2 bis 3 nehmen. Also 2 ist gut, 3 ist halt so, machst du halt. Auch hier wieder Autocannons, kurze Reichweite, alle Artillerie, hohe Reichweite. Hier ist relevant, die Zielnachführung ist halt bei Autocannons extrem gut. Dafür kann halt die Reichweite sehr, sehr, sehr kurz sein. Fast so schlecht wie bei den Blastern. Und
bei ATs ist halt hohe Reichweite, schlechte Zielnachführung, weniger Schaden. Aber man kann halt mit ATs auch mit einer Salve einen Gegner aus dem Schiff halt rauspellen. Was dann, ja, bei Push-to-Talk-Taste ist immer noch die zurück im Browser-Taste, weil ich loslasse, glitche zurück. Deswegen, also die Tornados, die Nita, die Spieler vor 4-4 wegblasen, das ist nicht von ungefähr. Also das ist halt in der Regel immer eine Tornado und relativ selten eine Talos oder eine Naga, weil halt einfach da unheimlicher Alpha in den Waffen drin ist. Die vier meistgenutzten sind halt EMP, Phased Plasma, Fusion und Titanium Sabot. Es liegt daran, dass sie halt in ihrer jeweiligen Gruppe den höchsten Schaden haben, wobei Titanium Sabot höchster Schaden halt mit 6 schon mehr so vielen Dank fürs Mitspielen ist. Upgrades gelten, das ist was Schönes für alle Waffensysteme, also für alle Turmwaffen gelten diese Waffensysteme, wobei Heatsinks, Magnetic Field Stabilizer und Gyros für jeweils eine Gruppe gelten, also Heatsinks für die Laser, Magnetic Field Stabilizer für die Hybridwaffen und Gyros für die Projektiltürme und Tracking Enhancer und Tracking Computer, also Tracking Enhancer Low Slot Modul, Tracking Computer skriptbares Mid Slot Modul gelten halt für alle. Das heißt, wenn man die mal kann, dann kann man sie halt für alle Waffensysteme. Hier ist so eine kleine Tabelle, die halt sortiert. Man hat ja immer häufiger so ein, ich habe jetzt hier eine Gatling Cannon, wo gehört die hin? Gatling zieht sich jetzt durch alles durch. Dann kann man gucken, hier ist es eine 125 mm oder es hat die einfach nur hier Gatling Laser dabei stehen. Also das hilft so ein bisschen beim Einsortieren, wo gehört was hin, welche Größe hat es, auf welches Schiff könnte es drauf passen, so von seiner Art und Weise. Auch hier Disclaimer, also die ganzen Tabellen, auch das hier alles ist vom EVE Uni-Wiki rausgenommen. Da es einfach die gleichen Werte sind, habe ich jetzt hier nicht nochmal mir alle selber aus dem Spiel rausgesucht, sondern einfach Copy-Paste. Zu den Tabellen auch, ist jeweils für Small Guns die HP, also die Schadens-HP, die da verursacht werden. Medium-Waffen ist alles mal 2, bei Large mal 4 und bei X-Large mal 8. Und dann kommt noch der jeweilige Schadensmodifikator von den Waffen drauf, was das dann halt in die 10.000 oder noch mehr Volley und DPS bringt, je nachdem, was für eine Waffe es ist. So, genug auf den Sack gegangen. So. Einer Fragen oder oder mehrere Fragen zu Turmwaffen? Oder bis jetzt alles unklar und lass ihn reden, den alten Mann. Oder irgendeine wichtige Anmerkung, irgendwas vergessen, übersehen, whatever. Kommt nichts, mache ich es für den Lehrer, ignoriere es. Ah. Okay, Thomas, dann viel Spaß beim Weiterstauen. Als nächstes Lenkwaffen. Also wie die Turmwaffen gibt es sie auch in Nah- und Fernkampf. Allerdings, da das im Endeffekt offiziell ein Kaldari-Waffensystem ist, ist es halt alles eins und ist nicht sortiert nach irgendwelchen Rassen oder weiß der Geier was. Und ab Kreuzer gibt es halt Rapid-Waffensysteme, die sind ein bisschen anders, sind auch neuer. Ein Vorteil von denen ist, dass also der Schaden von Lenkwaffen ist halt immer sortenrein. High Stundenblast. Also der ist halt, ich suche mir eine Rakete raus und der Schaden von der Rakete ist halt 100%. Und ich habe halt nicht wie bei den Waffentürmen irgendwelche Stückelungen von irgendwas, wo ich halt mir dann, ich will EM-Schaden machen, habe aber dann noch ein Maul voll Thermal dabei. Oder es ist halt wie bei den Minmata komplett wild, dass ich halt dann teilweise irgendwie drei Schadensarten habe. Also Depleted Uranium ist halt 3 zu 3 Thermal Kinetic Explo. Das ist halt theoretisch schwerer zu tanken, macht aber halt insgesamt wenig Schaden. Das ist halt so. Deswegen werden die zusammen mit den Drohnen, also Lenkwaffen werden halt zusammen mit Drohnen relativ gerne und häufig fürs PvE genommen, weil ich halt sortenreinen Schaden habe und dann je nachdem, was für Gegner oder also was für NPC-Gegner ich habe, dann einfach nur wechseln muss und es funktioniert halt.
Dann bei den Raketen, das war auch ein Satz. Ich lange gebraucht, den zusammenzukriegen. In Reichweite des Ziels abgefeuerte Raketen treffen immer. Das ist Disclaimer, stimmt nur, solange der Gegner nicht weiß, was er tut. Bei NPCs stimmt es auf jeden Fall. Die Höhe des vom Ziel erlittenen Schadens, in den Klammern ist immer das mehr durch, hängt vom Explosionsradius, also kleinerer Explosionsradius, mehr Schaden, der Signatur des Ziels, heißt größere Signatur, mehr Schaden, sowie die Explosionsgeschwindigkeit, höhere Explosionsgeschwindigkeit der Raketen, mehr Schaden und der Geschwindigkeit des Ziels ab. Niedriger, also je langsamer, desto mehr Aura. Auch hier ein kurzes Filmchen, was EVE Academy freundlicherweise mir erlaubt zu nutzen. Da wird es nochmal erklärt. Also wir haben zwei Ziele, ein mittelgroßes und ein kleines. Die Drake schießt die Rakete ab. Und das kleine Ziel ist halt zur Hälfte schon fast rausgeflogen aus dem Explosionsradius. Und der Kreuzer steht halt voll drin und kriegt dementsprechend halt mehr Schaden, weil einfach die Fläche, die halt den Schaden aufnehmen kann, halt noch im kompletten Explosionsradius ist. Und die Fregatte ist halt schon raus. Und das ist halt einer von zwei Punkten, was ich halt mit Freaks machen kann. Ich kann halt mit der Freak so schnell sein, dass die Rakete leer läuft. Das ist nachher nochmal ein Video. Gucken wir uns gleich an. Reichweite ist Flugzeit mal Geschwindigkeit. Das heißt, ihr fliegt eine bestimmte Zeit, läuft ein Timer ab und wenn der halt fertig ist, dann ist die Rakete halt tot. Und das ist, die Reichweite ist halt quasi, wenn der Sprit quasi alle ist, dann war es das halt. Und das geht halt auch bei Kurvenflug. Das heißt, ich kann mit einer sehr schnell orbitenden Fregatte, kann ich halt so schnell sein, dass ich halt die Raketen auskeitern. Das ist jetzt dieses Ding hier. Also der Treibstoff von der Rakete läuft leer, bevor er am Ziel ankommt. Das ist aber eine Sache, die du halt im Endeffekt nur beim PvP hast, weil die Fregatten oder die Zerstörer, die du als NPCs halt hast, die ist einfach so brutal dämlich, dass sie einfach auf dich zufliegen frontal und der Effekt halt nicht eintreten kann. Also für PvP-Piloten mit Raketen kann euch der Gegner halt auskiten, kann halt eure Raketen wegfliegen und dann macht er halt keinen Schaden. Bei NPCs ist mehr diese Mechanik hier das Problem, dass die NPCs fürs Waffensystem zu schnell sind und euch aus der Explosion rausfliegen. Also ihr trefft zwar, aber halt nicht voll, wie hier, sondern halt immer nur so ein bisschen und deswegen ist halt der erlittene Schaden am NPC halt geringer. Dann, was für Waffensysteme gibt es? Einmal die Fernkampfsachen, das ist Light, Heavy Cruise und XL Cruise Missile. Und Nahkampf-Brawl-Waffen ist halt Rocket, Heavy Assault, Torpedo und XL Torpedo. Und die Rapid-Dinger, die sind jetzt strange, weil ich habe jetzt hier diese Rapid Lights, die können auf Schlachtkreuzer und Kreuzer, schießen aber Light Missiles. Rapid Heavies sind auf Schlachtschiffen unterwegs, schießen aber Heavy Missiles, die eigentlich für Kreuzer und Schlachtkreuzer sind. Und die richtige Arschaktion, das ist der Rapid Torpedo. Der schießt Torpedos, die halt auf Schlachtschiffen oder auf Stealth-Bombern unterwegs sind, wird aber von einem Dreadnought verballert. Und dann wird die Sache halt sehr ungeil. Mir ist das Gefühl, ich treffe die Tasten nicht richtig. Aber da habe ich jetzt auch gerade keine Idee gehabt, das euch vorher vorzubereiten. Unter, nee, nicht bei Zerstörer, sondern unter Dreadnought die Phoenix. Das hier, also das ist ein Torpedo-Launcher auf einem Dreadnought mit Rapid-Torpedos, die 67 Kilometer weit schießen und ich sag mal, Explosionsradius so irgendwie semi-gut sind. Die machen aber halt 5000 DPS. Also die drücken halt einen Kreuzer oder ein Schlachtschiff relativ schnell durch. Wenn sie mit Precision Script geladen sind, kommt halt auch viel an. Wenn ich auf Range gehe damit, dann schießen sie zwar bis ins Nirvana, dann ist aber hier Explosionsgeschwindigkeit und Radius so groß, dass man halt davon ausgehen kann, dass da, wie gerade im Film zu sehen, relativ wenig ankommt von dem Schaden. Nee, Trickguns habe ich gar nicht drin, weil die also ganz anders sind. Die können wir aber so besprechen, ohne Tutorial. Also ich habe ja vor 4 Wochen ungefähr, ich hatte das Problem gehabt, dass der Block Schluckauf hatte.
und dass dann die Beiträge weg waren. Also ich, so ähnlich wie das hier aussieht, ist es bei mir im normalen Browser auch. Also ich normalerweise habe ich einen Chrome, habe nur den Edge jetzt hier für den Stream, um halt einfach das ein bisschen zu trennen. Und halt auch die ganzen, also es ist halt nur I-spezifisch jetzt in dem Browser, in meinem normalen sind dann noch andere Sachen drin. Und so wie es halt hier ist, sieht halt mein normaler Browser auch auf, da sind halt dann die ganzen Beiträge drin. Und ich hatte halt vier, fünf vorgeschriebene Beiträge, unter anderem halt auch die ganzen Waffensysteme drin und halt auch einen extra Beitrag nochmal für Edencom und Triglavian Waffen. Und der war halt komplett weg. Auch der, wie finde ich einen Korbbeitrag, den habe ich jetzt auch neu geschrieben, war komplett weg. Und bei Lenkwaffen und Turmwaffen war halt die Hälfte weg. Also da war halt irgendwie oben so da ein bisschen und vielleicht das hier war noch da. Und der ganze andere Schlotz, der halt hier unten drunter kommt, war halt komplett gefressen. Und bei den Turmwaffen war es halt ähnlich. Da war halt oben irgendwo so eine kurze Einleitung, hier langen Kurzreichweitensysteme. Und ich glaube, ich habe hier so die, also für alle hatte ich halt diese, es gibt zwei Waffensysteme stehen und alles andere war halt weg. Und also ich schreibe vielleicht nochmal was, aber ich kann halt nicht sagen, wann und wie und wo. Können aber natürlich drüber reden. Als nächstes sind halt diese Beiträge, die ich danach neu geschrieben habe, über, also ich mache es ein bisschen Spoiler, über Interdiction Bubbles, also alles, was halt irgendwie eine Bubble schmeißen kann, kommt am nächsten Sonntagmorgen raus. Dann, wie man eine Korb gründet, nochmal eine Woche später, wie man eine Korb findet, also wo die ganzen Fallstricke sind, irgendwelche Kack-Korbs, ich versuche mit Werbeversprechen reinzulocken. Dann Blutlinien, was im Endeffekt für neue Chars-Erstellung halt relevant ist. Danach kommt Gate, also wie Gates funktionieren und was man beim Gatecampen auch beachten muss, beziehungsweise wenn man in ein Gatecamp reinkommt und welche Systeme aufgrund der Gates gefährlich sind. Also man kann halt als Nicht-PvPler auch aufgrund von, ich sag mal, reinen Zahlen halt sagen, an dem Gate ist, auch wenn ich jetzt nichts auf dem Killboard sehe, eine höhere Chance auf dem Gatecamp als an einem anderen System aufgrund von der Topografie vom System. Kommt aber in 5 Wochen. Nicht so viel spoilern, sonst wird es jetzt unübersichtlich. Zurück zu den Lenkwaffen. Reichweite haben wir gerade gesehen, Flugzeit mal Geschwindigkeit. Und die ist halt, wer hätte es gedacht, bei Kurzreichweitensystemen nicht so hoch wie bei Langreichweitensystemen und liegt bei den Rapid-Systemen dazwischen. Ich habe hier eine Caracal genommen. Immer zweiter Account. Ich mache mal hier noch fertig und dann beantworte ich diese bisschen off-topic-Fragen, okay? Und sage auch, warum, was ist, wie ist es. Also als Reichweitenvergleich habe ich die Caracal genommen. Die hat nämlich den schönen Vorteil, dass sie halt alle Waffensysteme ihrer Größe halt einen Bonus drauf hat. Bei Heavy Assault hat sie halt 25 Kilometer so einen okayen Explosionsradius. Okay, Explosionsgeschwindigkeit und macht halt den meisten DPS. Die Heavy Missile, die halt das Fernkampfsystem ist für die gleiche Größe, kommt halt deutlich weiter. Hat aber einen etwas größeren Explosionsradius und eine kleine Explosionsgeschwindigkeit und macht halt nicht so viel DPS. Und die Rapid Lights, die ja eigentlich von den Zerstörern und Freaks geklaut sind, also zumindest die Light Missiles, die liegen halt in der Reichweite dazwischen, haben aber halt nahezu keinen Explosionsradius. Ultra hohe Explosionsgeschwindigkeit und liegen eigentlich vom DPS dazwischen. Das Problem ist nur, die laden halt eine Minute nach und wenn du halt innerhalb der Minute dein Gegenüber nicht tot kriegst, dann droppt halt der DPS ins Bodenlose und ist halt schlechter als bei den Heavy Missiles. Deswegen Rapid Light ist halt so ein Ambush-Überfall-Buh-Waffensystem, wo man halt, ich sag mal, mit mehreren Schiffen, die halt dieses Waffensystem verwenden, relativ schnell Sachen durchdrücken kann. Haben wir letzt auch im Nullsec genutzt, um eine Kiki-Gang auseinanderzunehmen, die eine von unseren Quallen angegangen ist. Hat mal Cerberus mit Rapid Lights drauf. Und die Kikis sind halt wie die Fliegen gestorben, nachdem die Zerbs angefangen haben, da drauf rumzuhacken. Ich kann mal den Killbericht raussuchen, ist aber auch im Discord drin, habe ich auch gepostet. Das sind halt
irgendwie 3 oder 4 Kikis pro Minute gestorben, weil die halt einfach so schnell durchgedrückt waren. Problem ist halt, sobald sie nachladen müssen, sind die halt mit runtergelassener Hose im Endeffekt. Ja, ohne Skills ist es bei 60. Das ist auch bei den OBS weggeklickt. Das ist auch bei dem hier richtig ungeil, weil die Phoenix hat einen Bonus aufs Nachladen und dann ist der Reload hier bei 20 Sekunden, also halbiert von den Rapid Torpedos. Dadurch steigt natürlich dann der Schaden. Und wenn ich jetzt hier Reload reinmache, dann droppt er halt nicht so brutal wie bei den anderen Sachen. Also da geht er halt um 20% runter, aber bei den anderen ist es ja die Hälfte oder noch weniger. So, Schaden, wie gesagt, Sorten rein. Amar EM, Kaldari Kinetic, Galente Thermal, Minmata Explo. Zieht sich auch von den Namen durch alle Systeme durch. Also es ist immer EM, Amar, es hat immer Mjolnir, Kaldari ist immer Scorch, Galente ist immer Inferno und Minmata ist immer Nova. Was es halt relativ leicht macht zuzuordnen, also welche Munition suche ich gerade und muss dann halt nur gucken, welche Größe brauche ich gerade. Also welche Größe Schiff, Light Heavy Cruise, XL Cruise, beziehungsweise Rocket Heavy Assault Torpedo, XL Torpedo. Was brauche ich für die Schiffsgröße und dann was für einen NPC-Gegner habe ich oder was für ein Loch hat mein mutmaßlicher PvP-Gegner. Und dann kann ich halt die Munition zusammensuchen. Hier wird es etwas unübersichtlich, weil die eigentlichen Module sind nur 3 Stück, also Ballistic Control System, Low Slot Modul, höherer Schaden und Feuerrate. Missile Guidance Enhancer, auch Low Slot Modul, auch passiv. Kleinerer Explosionsradius, höhere Explosionsgeschwindigkeit, Flugzeit und Geschwindigkeit. Also macht im Endeffekt mehr Reichweite und dass du besser triffst. Und der Guidance Computer, das ist ein aktives Mid Slot Modul und da kann ich halt zwischen Genauigkeit und Reichweite halt wählen. Explosionsradius, Explosionsgeschwindigkeit sind immer erhöht und dann kann ich halt mir raussuchen, möchte ich halt mehr auf den Radius gehen oder mehr auf die Geschwindigkeit, nee, auf die Flugzeit glaube ich gehen. Und aufgrund dessen kann ich halt dann auswählen, das ist Moment. Ich bin noch überhaupt nicht dran gewöhnt, dass ich mit den Dingern hier arbeite. Das ist das, was ich hier habe. Wenn ich auf Range gehe, sind die halt maximal hier und die Werte sind jetzt bei 491 und 107. Und wenn ich jetzt hier auf Precision gehe, dann geht halt die Reichweite runter und der Radius auch und dafür geht die Explosionsgeschwindigkeit halt hoch. Also ich habe halt dann weniger Reichweite, aber halt mehr Application, macht mehr Schaden am Ziel. So, dann gibt es Rigs für und gegen alles. Rigs sind relativ sortenrein. Ich kann halt Feuerrate, Geschwindigkeit, Flugzeit, Schaden, Explosionsgeschwindigkeit und Explosionsradius einzeln bestimmen, was ich halt haben möchte in meinem Rig. In allermeisten Fällen ist es entweder, dass ich auf die Feuerrate gehe und auf Schaden, also als ein Set, oder ich habe halt Raketen, die halt nicht so weit kommen, aber schon gut Schaden machen und dann mache ich halt eine Mischung aus Geschwindigkeit und Flugzeit. Meist bei Torpedos, um die halt noch so ein bisschen zu treten, damit die halt überhaupt mal irgendwo ankommen und ich halt nicht wie bei einem Blaster mitten im Gegner stehen muss. Dann gibt es die Kampfbooster, Crash und Pyrolancer, Explosionsradius und auch Schaden. Ist halt für PvE jetzt nicht unbedingt so sinnvoll. Interessanter ist es da, sich Hardwirings reinzuballern. Je nachdem, was für ein Waffensystem man halt hat, gibt es halt für alle Waffensysteme, Cruise Missiles, Heavy Assault, Heavy, Light, Rocket, Torpedo, gibt es halt immer ein Implantat, was halt dann den Schaden erhöht. Oder ganz allgemeine, die halt Flugzeit, Geschwindigkeit, Feuerrate. Das hier hat, glaube ich, letztens einer gemeint. Also Defender Missiles haben ja bis auf den Defender Missile Skill
keinerlei Möglichkeit, die geiler zu machen, weil alles andere nicht funktioniert von den Skills. Also dieses Implantat würde die Geschwindigkeit erhöhen, wenn irgendjemand auf die Idee käme, Defender Missiles zu verwenden. Ansonsten gibt es noch das Hydra Set. Explosionsgeschwindigkeit, Flugzeit plus Drohnenboni ist halt sackteuer. Also da habe ich auch die Tage das Set gepostet, das ist glaube ich bei 6B oder so. Muss man sich halt leisten können wollen. So, wenn es dazu Fragen gibt, formuliert die mal. Wir hatten von Stundenglas die Frage, neuer Char, zweiter Char erstellen oder zweiter Account. Das Ding ist, wenn du, also es spielt wahrscheinlich das Multi-Character-Training an. Wenn du dir sicher bist, dass du nur mit einem Char spielen möchtest, also hast einen PvE-Char und machst halt Missionen oder fliegst bei Incursions mit, der sagt mir jetzt gar nichts, dieser Booster. Also du fliegst halt definitiv als Solo-Player unterwegs und hast halt nicht wirklich Ambitionen, mit Mining anzufangen, wo du halt über mehrere Accounts in der gleichen Zeit mehr Geld generieren kannst. Oder nicht im PvP, wo du halt eventuell irgendwann mal noch einen Zyno-Char brauchst oder so. Dann ist das Multi-Character-Training halt eine gute Sache, weil momentan mit dem Angebot bist du, glaube ich, bei 20 € oder so für ein Jahr Eve dazu quasi als Multi-Character. Dann kannst du halt hingehen, kannst halt auf deinem Main-Char weiterhin das trainieren, was du halt machst. Mutmaßlich PvE-Fähigkeiten hochpumpen oder Exploration oder. Und hast da dann noch zwei Slots frei. Und auf dem einen Slot kannst du halt dann zum Beispiel einen Kadari-Char machen, der halt, kann man hier oben auch mal kurz hinhüppen. Der hier zum Beispiel sowas hier macht, der eine Gila trainiert und dann damit halt Standing farmt in Yita. Der braucht halt die Trading Skills, um möglichst viele Marktorder zu haben. Dann kann man dann zum Beispiel, wenn man als Scanner unterwegs ist, sein ganzen Loot selbst verkaufen. Die hier machen mehr Bewegungsfreiheit, die sind halt so bei 3 oder 4 ganz okay, aber richtig durchgeskillt braucht man sie halt nicht. Was noch relevant ist, außer die Slots, ist halt Steuern und Abgaben. Wenn man halt die relativ hoch hat, also mindestens mal auf 4, besser auf 5, dann spart man halt beim Einstellen und Wiedereinstellen von Marktordern Gebühren. Beziehungsweise wenn ich halt Buy-Orders mache für Munition oder für so irgendwas, Drohnen, weiß der Geier, Verbrauchsmaterial halt. Dann spare ich mir halt durch Broker Relations die Broker Fee und bei Advanced Broker Relations die Wiedereinstellgebühren. Also werden halt nicht weg, aber die werden halt billiger. Und wenn ich in Kaldari Space halt für Yita unterwegs bin, dann kann ich halt als Stadtkorb die School of Applied Knowledge nehmen. Dann spawne ich einen Todaki. Der hätte eigentlich jetzt im Ding aufgehen müssen. Egal, auf jeden Fall spawne ich jetzt hier einen Todaki. Und hier sieht er, das heißt, ich habe für da, wo ich eigentlich hin will, habe ich eh nur 3 Jumps. Ich habe aber in dieser Konstellation hier unten, habe ich hier ein Level 4 Agent. Hier sind Level 2 und also hier sind eigentlich alle 1 bis 4. Und außenrum sind auch nochmal 1, 2, 3, 4 Agenten. Umok hat auch Level 4 Agent und kann halt im Endeffekt in dieser Konstellation Standing für Kaldari Navy aufbauen, was ich dann brauche, um in Nita halt weniger Broker Fee zu haben. Und gleichzeitig als Fraktionsstanding über dieses Missionsfliegen halt auch mit aufzubauen, was halt wieder die Broker-Fee in Yita reduziert. Ich habe in Kakakela meinen Char stehen, beziehungsweise die Schiffe von dem Char stehen normalerweise auch der Yita. Und wenn ich halt meine Orders durch habe, Langeweile schieb oder halt sonst nichts Besseres zu tun habe, dann macht er halt in der Clone-Jump nach Kakakela oder fliegt mal schnell mit kleinen, schnellen Schiff hier rüber, macht ein paar Level 4-Missionen, heißt, ich bekomme Kaldari-LP. Und mir ist nicht langweilig. Und der Char bekommt halt mehr Standing, wobei der eh schon relativ gut ist. Wenn ich jetzt da irgendwann keinen Bock mehr drauf haben sollte, weil es langweilig ist oder weil ich halt mit mehr Standing, also ich bin aber halt, ich bin 9,9 Abyss und mehr wird nicht mehr, dann
kann ich jetzt hier aus der Citadel gehen. Also ihr seht hier Yita, entweder hier rum oder hier oben rum. Und hier nach Isaziwa. Die haben hier nämlich von Laidai, die Station müsste das sein, hier einen Level 3 Agenten für PvE. Und ne, der hier. Ihu ist es. Level 3 Agenten für PvE. Und bei dem kann man dann das Standing für Laidai Corporation aufbauen. Weil. Wenn man sich hier die Corps anschaut, ist es denn Laidai ist hier, die hier. Und man hat einen Agenten ohne Skills quasi gratis. Und pro Level, heißt es Research Project Networking, weiß der Geier was, kann ich nachher nochmal raussuchen, gibt es halt einen Agenten dazu. Und das heißt, ich kann halt mit maximal 6 Agenten rechnen, welche mir dann Data Cores in diesen Feldern, also Galaxy Starship Engineering, Electromagnetics, Electronics, Graviton, Molekular, ich glaube Plasma Physics haben die auch, geben und kann halt die einfach abfarmen. Das müsste. Ist sogar erfolgreich online. Übrigens, der Markt in Ita war vorher nicht online. Gab es eine Fehlermeldung, wir hatten keinen Markt. Und also das ist der besagte Char, der in im Caldari Space rumäumelt. Dann kann man hier im Journal sehen, das sind diese Forschungspunkte, die man dann von den Agenten bekommt. Also hier 114, Apples pro Tag. Die laufen auf für Graviton Physics bei allen. Und dann gehe ich vorbei bei dem jeweiligen Agenten und quatsche den an und sage, hey, ich hätte halt mal gerne ein paar paar Data Cores. Und dann gibt er mir halt pro 100 von diesen Punkten, gibt er mir einen Graviton Physics Data Core. Der hier ist relativ vor kurzem erst generiert worden, könnt ihr rückrechnen, wann das war. Die anderen laufen schon ein bisschen länger. Gibt man denen einen High Five, löst die Data Cores ein und haut es entweder in Yita in den Markt oder tut sie halt selbst für T2-Produktion verwenden und senkt damit seine Kosten. In jedem Fall ist es ein nettes Passiveinkommen. Jo. Was hier hinten ist, ihr seht, dass hier die zwei, die haben hier eine 0,3 hinten, also 0,03 hinten dran und die anderen 0. Ihr könnt für diese Agenten auch Minimissionen fliegen. Also das ist dann so Level 1, also ein Level 4 Agent für die R&Ds, aber die Missionen sind meist auf Level 1. PvE-Missionen so oder Rohstoffbeschaffung oder so ist in der Richtung. Und für jede Mission gibt es halt hier in der zweiten Stelle nach dem Komma ein Maul voll mehr. Problem ist, wenn ihr die. Moment. Fallen gerade die Namen von den Skills nicht ein, deswegen. Hier sind die und. Science sein. Genau, wenn ihr hier Research Project Management macht, das ist dieser, gib mir mehr Agenten. Also jedes Level gibt halt einen Agenten mehr. Das erhöht die Agentenanzahl. Und wenn ich jetzt, wo waren wir? Graviton Physics war doch, glaube ich, das, was der hier gerade macht. Genau. Also wenn ihr Graviton Physics zum Beispiel skillt, dann erhöht der Skill mit die Menge von dem, was euch die, also die Kerne pro Tag netto. Also das hier wird aufgrund von dem Skill erhöht. Das heißt, wenn ihr das auf 4 habt und habt alle Chars hier durch und quatscht die an, dann erhöht sich dieser Wert. Also der ist abhängig davon, wie hoch das Level ist und wie hoch der Skill Graviton Physics ist. Und wenn ihr bei den Agenten schon gearbeitet habt und die hochgepumpt hat, halt auf Mäulchenweise vielleicht 0,5 mehr und macht dann ein Level Graviton Physics drauf, resettet sich der komplette Timer und alles, was ihr für den Agenten gemacht habt, ist weg. Ist halt so semi-prall. Deswegen entweder erst den Skill durchdrücken auf 5 und dann die Agenten anquatschen
oder Agenten anquatschen und mit dem, ich sag mal hier, Standard leben. Und dann erst, wenn ihr den jeweiligen, also das Problem ist halt, es kann halt Gravitonphysik sein, der Agent kann aber auch Laserphysik oder, also wenn es halt ein Amar-Agenten ist, oder was gibt es halt noch? Plasmaphysik, Nuklearphysik, gibt es halt für alles Mögliche, gibt es halt Data Cores. Und sobald ihr halt wechselt, müsst ihr gucken, habe ich das Level A voll, weil es resettet halt, wie gesagt, den Timer hier oben auf den Basiswert. Sobald ihr wechselt, ist halt der ganze Fortschritt in dem jeweiligen Feld für den Agenten weg. Das heißt, je öfter ihr wechselt, desto schlechter oder desto geringer ist halt der Effekt von, ich fliege mal ein paar Missionen für den Agenten. Das ist also ein, ich mache es einmal und fasse es nie wieder an System, weil alles, was hier an Wechsel unterwegs ist, reduziert halt über die Zeit das Einkommen. Man kann jetzt sagen, ja, 0,3 ist halt jetzt echt nicht viel. Aber wenn du halt das pro Tag bekommst, läppert sich halt über die Zeit halt zusammen. Also es wird halt, je länger es läuft, umso geiler. Achso, was ich noch zeigen wollte. Die Plex sind wieder am, also ich will nicht sagen, am sich einkriegen, aber sie sind halt nicht mehr auf diesem, oh mein Gott, wir werden alle sterben Niveau. Also sie sind halt noch ein Stück höher als die Tage davor. Also ich sage jetzt mal, irgendwo so bei 4,5 ist halt die Zielmarke. Und sie sind jetzt bei 4,6 bzw. 4,9. Noch 2, 3 Tage, wir sind wieder auf altem Niveau. Also vor CCP macht 300 Plex pro Monat super Angebot des Todes. Jo, ich muss gerade mal gucken. Das hatten wir durch, oder? Da ging es nur darum, die, also Kadaver ist auch der, die einzige Fraktion, bei der man nur einmal Corpse Standing macht, wenn man es für Laidei macht. Weil Kalakiote hat 2, Ishokun hat auch 2 und Khartoum hat 5. Das heißt, dann hat man 5 Agenten bei der einen Corp und dann nochmal einen bei irgendeiner anderen. Oder man dann alle bei Laidei. Galente ist halt ähnlich doof. 3 Credron-Dinger, dann 4 Stück Duval und 2 Rotten Shipyard. Das heißt, man muss auf jeden Fall 2 Corps machen. Minmatar ähnlich. 2 Boundless. Corcomplexation auch 5. Und Sucker Mix hat halt 1. Also, semi geil. Und das ist, was ich vorhin auch gesagt habe mit den Skills. Also, jeder Data Core hat halt seinen persönlichen Skill, den man dann hochpumpen muss. Deswegen. Idealerweise sucht man sich halt einen raus, den man entweder selber braucht oder der im Markt gerade richtig gut läuft, pumpt den durch und macht dann seinen Agenten da drauf und fasst es nie wieder an, außer zum Abholen. Auch wenn ihr beim Abholen, also wenn ihr den anquatscht, dann kommt der Agent dann relativ zügig kurz drauf und sagt, hey, ich habe hier eine Mission für dich, richtig geil. Macht er meistens, wenn man so 10 Jumps weg ist. Damit sich das Zurückfliegen richtig lohnt. Die kann man aber ignorieren. Also wenn man die einfach wie normale Missionen auslaufen lässt, dann läuft diese Forschung, obwohl in der Mail drin steht, also unter den Notifications. Ich muss gerade mal gucken, ob ich da noch welche habe. Nee. Habe ich leider gerade keine. Zumindest nicht auf dem Chart. Ja, hier sind welche. Also hier ist die normalen Storyline-Dinger. Und hier ist einer von diesen, die Welt geht unter, wenn du nicht für mich als Forschungsagent irgendwelche Hiwi-Tätigkeiten machst. Und da steht halt hin, die Forschung funktioniert, läuft gut, ich habe Probleme, hilf mir mal.
bitte so schnell wie möglich kontaktieren. Und hier steht halt, die Forschung has been halted. Also die Forschung wurde unterbrochen. Das stimmt nicht. Ihr könnt es aber ignorieren, weil der macht weiter. Also die Forschungspunkte laufen auch dann weiter, wenn ihr nicht mit ihm interagieren wollt und keine Mission für ihn annehmt. Dann kommt hier irgendwann später, dann die Mission hat, ist halt aufgegeben, hat sich erledigt. Und es kommt halt nichts mehr. Hier sind immer wieder ein paar andere von denen. Und dann irgendwann kommt halt dann Mission Offer expired, weil wegen hast halt nicht reagiert. So. Ja, BPO-Lotterie war eine schöne Zeit, ist aber schon lange, lange, lange vorbei. Ich habe mir jetzt hier mal den. Ich hoffe mal, der ist korrekt geschrieben. Ja, ist er. Weil der sagt mir halt überhaupt nichts, dieser Skill, dieser Booster. Das ist aber einer von diesen ganz neuen, oder nicht? Flugzeitbonus 8%. Ich schmeiß mit dem mal eine Textdatei rein. So, vorne S und hinten O. Naja, da gibt es einige, aber die habe ich. Weißt du, alte Leute, neue Sachen, das hat man dann nicht mehr auf dem Schirm irgendwann. Fliegen wir ein paar Missionchen, oder? Machen wir noch ein bisschen Sachen kaputt. Bauen wir uns eine Flotte. Da ist auch noch ein Waldeck drin. Das, was ich jetzt hier gerade mache, das ist, man kann in Flottenbeschreibungen oder in Channelbeschreibungen, auch wenn hier keine Formatierungsdinger sind, HTML einfügen. Da sieht man auch, dass hier unten wesentlich mehr Zeichen verbraten sind, als der kurze Text hier sein sollte. Das liegt daran, dass ich halt href ist Anführungszeichen, URL Anführungszeichen, Klammer zu, jetzt live auf Twitch, Punkt, slash a, Klammer zu, reinkopiert habe als Text. Geht auch mit Farben und sonstigen Clicky-Bunti. Das ist auch was in der Overview funktioniert, um die, sag mir es, die jeweiligen Tabs einzufärben, beziehungsweise was in der Corp funktioniert, wenn man nee, unter Member und dann, ja, also das hier quasi. Ich kann halt mit B, kann ich halt den Text fett machen oder ich kann halt. Das ist jetzt kein HTML, das ist so ein Pseudo-Zeug. Kann ich halt die jeweiligen Titel halt bunt machen. Und wenn ich mir jetzt hier Yakura anschaue, dann hat die halt das Beschaffung, was halt hier am Titel halt hinten dran ist. Also in den meisten Dingen ist halt Abteilungsleiterin, ist halt Beschaffung dann bunt. Puschelhase hat in Rot Vertrieb hinten dran und Forschungsentwicklung ist halt grün, das ist einfach so geckig, damit es halt farblich unterscheidbar ist, aber hat halt kein wirklich großes Ding, und zwar die AI alle die gleichen Rechte haben, basierend auf dem Direktor. Also das geht halt auch, ihr könnt halt auch eure, diese Titel einfach nur vor Lulz machen. Puschelhase hat eine Zeit lang, Ämterhäufung ist kein Zeichen von Missmanagement und alle Titel halt dran, weil es halt ging. Die PI-Chars hatten Vorarbeiter PI dran, damit man erkennen konnte, PI-Char. Ja, also kann sein, dass es BBC ist. Also es ist irgend so ein
so ein obskures, keine richtige Programmiersprache. Es gehen auch nicht alle Farben, die bei BBC normalerweise funktionieren müssten, weil es gibt irgendwie, ich glaube, es gibt Light Green gibt es noch und Light Blue, aber Light Red gibt es nicht. Das ist dann Crimson, weil Red ist halt das Helle und das dunkle Rot ist dann halt Crimson. Das ist halt, jo, also hier oben sieht man auch Light Green geht. Das ist das, was dann halt C hat. Das ist halt dann dieses irgendwie so Limetten-Zeug, grün, whatever. Also so könnt ihr euch an euer Zeug halt einfärben. Flotte ist offen. Ich sehe nur, es ist keiner da für Flotte. Vielleicht seid ihr aber einfach nur stinkenfaul und braucht den Link. War ja klar. Wer sich jetzt wundert, warum das Theronin hier jetzt grün ist, obwohl es eigentlich in dem Link drin ist, man kann sich hier einen Wortfilter reinpacken. Zum einen, wenn man böse Wörter nicht sehen möchte, kann man diese ersetzen lassen durch Sternchen. War von der Zeit, also von der Zeit heißt vor 10 Jahren mal eine Mode, Goonswarm durch Sternchen ersetzen zu lassen. Ich habe mir Egomane, der ich bin, Thronin als Highlight gemacht, dass wenn mich irgendjemand was fragt, sehe ich es halt relativ schnell, weil halt an dem Text was Grünes ist. Und dann weiß ich halt, okay, es hat irgendwo eine Frage gegeben oder es wurde irgendeine Interaktion mit mir versucht. Und da halt grün im Text nicht vorkommen kann, ist es halt relativ schnell und gut zu erkennen. Leider Homeoffice, furchtbar. Arbeitende Bevölkerung. Gonbersk. Was nehmen wir? Ach ja, was ich vorhin ganz vergessen habe. Ich habe beide Waffensysteme, Raketen und Light Missiles mal auf die Jackdaw draufgepackt. Also die Rocket Jackdaw, die kommt halt mit viel Glück kommt die halt auf 8,5 Kilometer. Also du musst halt echt im Gegner stehen, weswegen auch MWD hier angesagt ist, weil sonst fliegst du Ewigkeiten rum mit. Dafür drückt die aber halt 288 DPS raus. Wenn ich alternativ auf die andere Jackdaw mit Light Missiles gehe, das ist auch die, die ich eigentlich empfehle. Die kommt auf 32 ohne irgendwas Kilometer, die macht aber halt 80 DPS weniger. Ist ja die Frage, möchte ich im Gegner stehen oder möchte ich halt einfach ein bisschen weniger Schaden theoretisch machen, praktisch aber viel früher anfangen können zu schießen. Und wenn ich jetzt in die Simulation gehe, dann ist die halt 39, wenn das Skript an ist. Und wenn ich in den Sharpshooting-Modus gehe, habe ich quasi eine kleine Karakal mit 65 Kilometern. Also definitiv geileres Fitting. Kann man hier auch nochmal an den. Wir sind in Langizi hier. Lass mich rüberziehen. Jetzt. Yeah, hat funktioniert. Irgendwann 35 Versuche. Das hier ist die Heavy Missile ZERP. Die ist halt bei 650 DPS. Macht aber halt 122 Kilometer Reichweite. Was bei 118 Kilometern auf Schaltreichweite nativ. Kann es halt noch eine Kurve fliegen, die Rakete, bevor sie einschlägt. Und Alternative ist halt Heavy Assault. Da ist man bei 916 DPS. Dafür Heavy Assault hat auch eine unglaublich hohe Feuerrate von 2,5 Sekunden ungefähr. Dafür ist sie halt nur bei 44 Kilometern. Aber für die meisten Sachen, sage ich, im PvE reicht halt 44 Kilometer locker aus. Außer man hat halt so semi-geile
Tanking-Skills, dann macht es vielleicht doch mehr Sinn, erstmal Heavy Missiles zu fliegen und dann auf die Heavy Assault zu wechseln. Genau, dann müssen wir die Mission halt im kleinen Kreis suchen. Ich habe im letzten oder vorletzten von meinen Streams, ich glaube, es war im letzten, gezeigt, wie man relativ zügig irgendwo hinhüpfen kann. Ich versuche es jetzt mal als Trockenübung zu zeigen. Ich habe ja die Möglichkeit, irgendwo Sprungklone zu erstellen. Und ich habe eine Heimatstation. Und wenn ich jetzt irgendwo in der Walachei bin, also angenommen, ich bin nicht in Langisi und habe aber Implantate dabei, dann springe ich jetzt in den leeren Klon. Also auf der gleichen Station kann ich ja wechseln. Also ich kann jetzt hier einen Klon erstellen, der keine Implantate drin hat. Wechsel in den. Gehe dafür natürlich aus dem Schiff raus, sonst wird der Button nicht freigeschaltet. Also gehe aus dem Schiff raus, wechsle in den leeren Klon und kann dann auf meine Heimatstation mich zurückkillen, indem ich hier auf Self-Destruct gehe. Das heißt, ich hocke jetzt hier in Langisi und bin in irgendwo Galente Space oder unten im Amar Space in meiner Heimatbasis und habe hier richtig geil mit den Jungs hier geflogen, hat richtig Spaß, aber auch jemand noch ein Schiff stehen, alles safe, kann also jederzeit wieder hierher. Das heißt, ich gehe hin, erstelle mir hier einen neuen Klon, habe hier einen Implantatklon und dann diesen neuen Klon und gehe dann hin und wenn ich in diesem leeren Klon sitze, töte ich mich auf meine Heimatstation, die dann in Amar, Galente, was auch immer, weit weg Space ist. Und lande dort in einem nackten Klon, also in sowas hier, ohne Implantate. Kann aber von dem dann auf meiner Heimatstation jederzeit und sofort wieder zurückwechseln in irgendeinen coolen Klon. Also wenn die auf der gleichen Station sind, könnte ich jetzt aus hier, aus diesem hier, ich sag mal, in diesen Standard-Speed-Klon halt wechseln, ohne dass ich einen weiteren Timer habe, beziehungsweise dass ich den Sprungtimer abwarten muss. Und kann halt dann ganz normal Business as usual mein Zeug machen. Und dann ist wieder Streamtag und ich möchte halt wieder hier Langisi und möchte mitfliegen. Dann gehe ich hin und mache halt Klonjump nach Langisi und hüpfe in den Klon halt rein. Und erstelle mir schon mal prophylaktisch einen neuen leeren Klon, damit ich, weil dann habe ich ja den Sprungtimer, weil ich bin ja dann von Galente oder Amar Space hier in den Minmata Space rüber gehüpft, habe ich ja 24 Stunden wieder einen Sprungtimer. Also mache ich wieder den leeren, fliege die Flotte mit. Am Ende von der Flotte wechsle ich wieder in meinen leeren Klon rein, habe den Implantatklon hier in Langisi stehen oder Dakugard oder wenn ihr nur freitags mit wollt für Sucker Tribe in Theonosude. Hocke wieder in meinem leeren Klon, mache wieder meinen Self-Destruct, hocke wieder in der Heimatstation, wechsle wieder aus dem leeren Bio-Klon in meinen Skill-Klon oder was auch immer auf der Heimatstation zurück. Und kann ganz normal mein Zeug machen und habe 2 Tage Zeit, dass der Jump-Timer sich wieder abbaut, der ja aber nach maximal 24 Stunden abgebaut ist und kann halt dann wieder nach Langisi springen oder halt nicht, je nachdem, wie man halt Zeit hat. So, ich überlege gerade, ob ich das nochmal erklären kann im Tun, weil es nicht unbedingt für alle sofort erklärbar ist. Muss jetzt nur gucken, dass ich mir hier irgendwelche Klonsets zerballer. Ja, das dürfte funktionieren. Also, es ist Mittwochnachmittag oder Freitagnachmittag und ich möchte in Kakakela Kaldaris Danny mitfliegen. Hab Implantate drin. Wäre semi-geil, wenn ich die jetzt verkacken würde. Also, ich aus meinem Schiff. Check mein Wallet. 7 Millionen drauf. Reicht vollkommen aus, um hier Ding zu machen.
Und mache jetzt hier Sprungklon auf, nee, das ist der Speedklon, auf den hier für die Gila. Das heißt, ich habe jetzt in Kakerkela bzw. im Mission Running System von meinem Lieblingsstreamer oder frei das halt in dem von meinem Zweitlieblingsstreamer und kann jetzt hier Missionen fliegen. Problem ist, ich komme halt nicht heim. Also ich müsste jetzt hier theoretisch 24 Stunden rumeidlen, um wieder heimzukommen. Weil Potten geht ja schlecht, weil Pott ist voll. Das heißt, ich schmeiße halt jetzt vorneweg 200 Mille weg, wenn ich den Klon kill. Ich kann ja aber auch theoretisch. Verdammt, geht mit dem nicht. Super Demo-Char. Ich kann ja hier einen zweiten Char, einen zweiten Klon erstellen. Oder noch einen Klon erstellen. Ne, es liegt nicht an den Skills, es liegt daran, dass der FDP keiner ist. Guck mal da zurück. Ich brauche eine Station mit Clone Bay. Das erkennt man hier unter Services. Die hat schon eine, wunderbar. Hüpf hier rüber. Wohlgemerkt, der ist jetzt PvE-Klon Implant. Naja. Der ist PvE-Klon mit Implantaten. Wäre teuer zum Wegschmeißen. Also, ich fliege jetzt, was in Langisi auf der gleichen Station geht, geht in Kakerkela nur auf der Nachbarstation, weil keine Clone Bay da ist, auf der man normalerweise fliegen, beziehungsweise auf der, wo der Agent ist. Docke hier an, wenn er andockt. Irgendwann, vielleicht, oder auch nicht. Danke. Installiere hier einen Klon und habe jetzt auf der gleichen Station den Implantate-Klon und den Nackischen. Heißt, ich hüpfe in den Nackischen. Bin jetzt hier wieder implantatfrei. Das heißt, wenn ich den hier kill, passiert nichts. Und habe jetzt den halt blöderweise auf der falschen Station liegen in Kakerkela. Wie gesagt, in Langisi wäre es wurscht, weil da gibt es A nur eine Station und B ist es dann direkt die richtige. Und kann jetzt hier Self-Destruct machen, weil keine Augmentation. Self-Destruct, gib ihm. Ich hocke wieder auf meine ursprünglichen Stationen und habe halt hier das Implantatset, von dem ich aus gestartet bin. Blick drauf und hüpfe direkt zurück und habe jetzt wieder den Ursprungszustand hergestellt. Bin im gleichen Klon, war kurzzeitig drüben in Kakerkela, bin wieder in Yita, Thema durch. Habe hier einen Klon, den ich eventuell killen möchte, weil ich vielleicht nicht genug Informopsychologie geskillt habe. Bin jetzt wieder genau auf dem gleichen Stand wie vorhin, nur dass ich halt den Sprungtimer habe von einem Tag und dann halt am Freitag ist der ja wieder weg. Kann ich das gleiche Spielchen wieder machen. Kann halt für 2,5 Stunden irgendwo hinhüppen, kann dort mitfliegen, kann Spaß haben, kann LP sammeln. Und kann halt dann wieder zurückspringen durch dieses Hin- und Hergetausche mit den Skillklonen. So, vorne S und hinten O. Schon ganz vergessen, wo wir hin wollten. Müssten waren Twink. Mit was ihr fliegt, ist wurscht. Solange ihr dabei Spaß habt. Weil hier gerade Fragen kamen mit dem Kalender. Also wir haben diesen Kalender. Der natürlich jetzt sinnvollerweise in meinem Hauptdingens aufgeht.
Und ihr habt hier natürlich abgeschnitten, aber ihr solltet hier draufklicken können und dann sollte alles aufgehen an Info, was man dazu wissen muss. Also in der Beschreibung natürlich steht Ton of Links drin, teilweise aber auch irgendwelche Event-Infos und wo es hingeht und was. Und auf jeden Fall steht halt am Ende drin, wo die ganze Chose stattfindet und wer der NPC ist, für den geflogen wird. Sodass wir uns nicht oder wir uns nicht verloren gehen gegenseitig. So, ab dafür. Sollten eigentlich alle Fragen in allen Chatkanälen erledigt sein. Wie gesagt, wer mitmachen möchte, genau, wir waren bis vor ein paar Wochen waren wir in Kakakela. Problem war nur, das wurde halt nahezu nicht angenommen. Und wenn wir immer nur mit den gleichen Leuten fliegen, dann können wir auch mit den gleichen Leuten da fliegen, wo halt alle ihr Zeug haben und nicht im Kalari Space, wo quasi nur ausnahmsweise mal irgendwas ist. War ein bisschen schade, aber wer Standing möchte, Frank fliegt immer noch dort. Beziehungsweise wenn ich mit Yakura online bin und nicht gerade am Stream bin, weil das hatten wir auch schon, dann fliege ich auch dort Standing. Also. Aber Yakura sollte halt in Kakakela sein, weil wenn die einfach nur eingeloggt ist als Stranger in Nita, heißt es nicht unbedingt, dass ich dann mit ihr irgendwelche Sachen dort fliegen werde. Aber ihr könnt halt immer fragen, also Waldeck Channel oder Solonin.de Channel, sollte immer irgendjemand da sein, der für irgendwas, zu irgendwelchen Schandtaten bereit ist. Genau, also Waldeck ist in Kakakela Nama. Das ist auch Hita Trader, so bei mir Yakura. Und wir hocken halt auf der 714, nee, auf der 615, 714 ist es, glaube ich, in Nita, die Station. Und wer da Bock hat, kann sich dranhängen. Wer donnerstags die Mission von Noobs-Flotten in Sasotik macht und da ein bisschen so unter der Hand Standing fliegen möchte. Wenn ich mit Kari eingeloggt bin, hocke ich dort unten und bin da Missionen fliegen, könnt ihr euch auch gerne dranhängen oder Chat fragen, hast du Bock? Und wenn ich hier gerade nichts zu tun habe oder sonst irgendwie keine Beschäftigung, ist die Chance auch relativ hoch, dass ich da mitmache. Das ist eigentlich mein Amar-Trader, aber der ist mittlerweile eher Missionsflieger als Trader. Was haben wir noch? Sollte Puschelhase im Galente Space sein, dann ist durchaus möglich, auch Galente Standing mit ihr zu fliegen. Also bin relativ breit aufgestellt. Da Cossack ist in Venal für Gorista Standing zu haben und ich bin gerade dabei, einen neuen Char aufzubauen, der auch demnächst Angel Standing fliegen wird. Der lernt aber die Jackdaw und braucht noch irgendwie einen Monat ungefähr, bis er da soweit ist. Ich wollte es ja eigentlich mit meinem Nullsec PvP Char machen, aber zwischen Main Staging, Front Staging und Angel Spacing hin und her zu hüpfen, da kommt man mit dem Sprungtimer nicht hin. Also selbst wenn man so schummelt, wie ich geschummelt habe, gerade jetzt gezeigt habe, das funktioniert einfach leider nicht.
Futaneinen. Habe ich, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ach, das ist so Sobaseki und die anderen in die andere Richtung rüber, okay. Das wäre das hier. Also Futanainen, dieses da, Kakakela hier, Umoka auch nochmal Level 4 Agent. Kambukor ist Data Center Agenten. Todaki Stadtsystem, hier außenrum Level Clanscheiß 1 bis 3. Wer Bock hat, gib ihm. Hier oben Startpunkt Gorista Epic Arc. Wer da Bock drauf hat, aufpassen. Minor Victory System für Triglavians, Gate Gun des Todes, langsamer Scheiß stirbt. Wer in MEO reinfliegt, das Gleiche, weil da sofort ein Gatecamp ist, lieber über Hakon Obe. Und dann hier in P3E reinfliegen, ist meist ruhiger, aber nicht garantiert ruhiger. Also, ihr müsst dann hier hoch, Venal, und dahin, hier im Agenten High Five geben. Schönen Gruß von mir. Ich hock hier oben und fliege in den zwei System-Missionen. Also, wer da Bock drauf hat, so dann schwierig, weil Boss Alliance hier oben ein bisschen rumstänkert und hier in der Pipe. Aber vor allem vormittags findet sich da immer eine ruhige Minute. Wie sich eine Eskalation auslöst, das hatten wir. Hatten wir in einem der vorherigen Gedönse. Es gibt diese, nee, nicht im Faku, sondern im Renter werden war das drin. Es ist hier. Also es gibt diese normalen Combat-Sites, die teilweise in High, Low, aber hauptsächlich im Nullsec vorkommen. Und die eskalieren dann zu Dingen. Also der Angel Dan kann halt zu dem hier eskalieren, Angel Red Light District. Ist im EVE Uniwiki so semi-gut verlinkt, ohne jetzt hier irgendwie Shaming zu machen, aber das ist auch nicht das Ziel. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ich das genau. Sister Probe Wiki, ja, des Todes Cookies. Die haben das relativ gut und übersichtlich, dass nämlich für alles aufgeteilt nach, wo ist es, also jeweils Highsec, Nullsec und was auch immer. Das heißt, Sunshine-Mission im Highsec, Vivo was, im Lowsec gibt es anscheinend nicht, okay, Nullsec, Vivo was. Hier. Also da sind alle drin für alle Sorten und das sind auch Icebelts und Data und Relic Gas Eskalationen, das schießt mich tot. Auch irgendwelche anderen Sachen, Oasites, die halt nicht zu irgendwas dazugehören. Jo, könnt ihr mal durchstöbern, ist ganz interessant. Okay, Waldeck ist Kuchen essen und ich muss mich hier aus dieser Zeit befreien, weil ich nämlich hier noch den Bastionsmodus anhab. Und dann kann es heimwärts gehen. Fantasy, wo hockst denn du und als was hockst du in Venal?
Zu welcher Gruppe gehörst du? Wenn ich für Galente fliege, dann Moment. Muss ich gucken. Problem ist, ich kriege den Chart gerade nicht online, weil es der gleiche ist, auf dem C gerade hockt. Und mein Namensgedächtnis erstreckt sich offensichtlich auch auf Systemnamen. Das ist irgendwo in der Nähe von Dodixie, weil Trade Hub und Push Lutz so ein paar Trade Skills und so. Hätte mal statt Industrie Umschulung auf Trading bekommen sollen. Wo ist es denn? Nauschi war es nicht, aber irgendwo da in der Nähe auf jeden Fall. Das sollten wir aber eigentlich über die Agency rausbekommen, weil C hat ja auch, wenn auch nicht so pralles Galente-Standing. Ich glaube, es war Customs, oder? Federation Customs, glaube ich. Ich glaube, es war Forest, bin mir aber nicht sicher. Nee, stimmt nicht. Aunia war es. Aunia liegt, glaube ich, ja Schambel rum, weil die nämlich gerade dazwischen pendelt. Dodixie und Aunia, die zwei junge bzw. Mädelagenten hier. Wer Bastionsmodus anhat, kriegt auch Waffentimer und kann nicht sofort durchs Gate. So ähnlich wie wenn ich vergesse, wenn ich die Bursts auszumachen für die Flotte. Ja, Martin hat auch gerade. Aunia, genau. Da bin ich auch unterwegs. Also wenn ich da unterwegs bin. Weil ich habe einfach viel zu viele Chars, um irgendwas regelmäßig zu machen, abgesehen von hier in Langisi. Zumindest gefühlt. Schmuggler abfangen machen wir, aber damit. Ich glaube, ihr könnt euer Zelt heute in Twink aufschlagen. Das bleibt alles in Twink. Für den Rest des Tages bekomme ich also wahrscheinlich keine Mission mehr in Twink, weil Gründe. Ich wusste, dass da noch ein gekratzter Horn da drin rumfliegt. Ich dachte, du machst auch PvE da hinten. Weil die Gorista geben halt richtig gute Implantatsets raus. Und auch eine Worm-BPC oder so, die kann man auch mal schön einlösen und dann per Asset Safety ins HiSec schieben. Weil BPC kostet ja nichts. Und dementsprechend jo, HiSec bauen und verkaufen und Kohle.
und wenn es nur auf Eigenbedarf ist. Das ist was, was mich ein bisschen stört, dass die Standard-NPCs, die am Gate rumpimmeln, dass die Standing nicht respektieren, so wie es Diamant-NPCs tun. Weil wenn du fliegst halt durch Venal durch und hast halt an den Gates Goristas und hast positives Gorista-Standing und die wollen dir trotzdem aus dem Maul hauen. Das ist halt so sehr dumm. Gruß der 10-10 habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Bis Dambi, Grüße an dich, mir es verleitet hat. Der hat nämlich komplett eskaliert und dann war doof. Ist aber gerade nicht da. Kann man ihn nicht streamshamen sozusagen. Der hat nämlich festgestellt, dass man, wenn man mehr Chars hat, um Eskalation zu generieren, viel mehr Eskalation fliegen kann und mehr ISK pro Eskalation bekommt, wenn man mehr Eskalation fliegt. Den besten Loot? Schwierig. Es geht mehr um der ist halt mit Vexor Navy, hat 10 Mining Chars umfunktioniert in Vexor Navy Piloten und ist halt permanent, ich glaube, Forsaken Hubs geflogen oder so, wo halt die 10-10er raus eskalieren können. Und dann ist er halt, sobald einer eskaliert ist, mit dem Char halt hingeballert mit irgendeinem Interceptor, hat einen Bookmark gemacht für seinen Main und ist halt mit dem Main an die Side geflogen. Also, was Fantasy gerade schreibt, Officers Hunt ist natürlich geil, Officers sind aber halt relativ selten, was die ganze Geschichte halt ja durchaus auch zur Beschäftigungstherapie verkommen lassen kann. Aber ich würde eher nach den LP-Stores gehen und für jemanden fliegen, der halt LPs macht, oder halt dann einfach stupides Combat Sites fliegen, wo du dir halt überhaupt keinen Kopf um irgendwas machen musst. Ist das offen? Nee, ist es nicht. Ich fliege auch ganz gern die 2er und die 3er, wenn der 4er gerade keinen Bock auf mich hat und mir keine gescheiten Missionen gibt. Einfach mit der Jackdaw und dann ein bisschen hier durch die Gegend petzen oder wenn Bubbleitis mal wieder im System unterwegs ist und alles vollgebubbelt, dann kann man halt auch mit dem Interceptor die 2er und 3er Missionen fliegen und hockt halt nicht komplett stumpf auf der Station rum und ist halt vom Content ausgesperrt. Und nach 2 Level 4 Missionen hast du im Endeffekt einen Interceptor auch wieder drin. Also je nachdem, was für eine Level 4 du halt hast, Aufklärung 1 bis 35 kriegst du halt auch im Interceptor geflogen. Also zumindest die ersten beiden. Und hast dann halt die LPs im Endeffekt für das Risiko, den zu verlieren, halt schon wieder reingeholt. Das kommt auf die, also unverschämt möchte ich jetzt nicht sagen, es kommt halt darauf an, was mit den LPs ist. Ich hatte gestern eine Diskussion von einem, der gesagt hat, so er spart jetzt gerade für das Faction Warfare Update, beziehungsweise aufs nächste Schiffs-Update, weil wir bekommen ja neue Navy-Schiffe. Also die Exploration-Fregatten bekommen ja eine Navy-Version und die Battlecruiser, also die bis jetzt noch keine hatten, bekommen ja auch eine. Also Myrmidon bekommt dann Myrmidon Navy Issue und Cyclone Navy Issue und so weiter und so fort. Und er hat gemeint, er spart halt momentan Kaldari für die Ferox Navy. Dann habe ich halt gesagt, warum glaubst du, dass wenn ein Content in den Fokus gerät und geiler gemacht wird, warum glaubst du, dass dann die LP, die du sparst, mehr wert sind, als sie es jetzt sind, wo weniger Leute den gleichen Content machen? Weil sobald das Update durch ist, kommen zwar die Schiffe,
Aber es werden natürlich auch sehr viele Leute anfangen, Faction Warfare zu machen und dann dabei LP generieren und entsprechend umsetzen, und dann sind die Schiffe halt relativ zügig nichts mehr wert. Wobei es halt auch jetzt schon genug Leute gibt, die LP haben und natürlich versuchen werden, sich den Hintern zu vergolden bei so einer Aktion. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass das funktionieren wird, weil einfach zu viele Leute diese LP haben. Und das wird auch in Zukunft dann Einfluss haben auf Level 4 Mission Running. Zumindest was, ich sag mal, sortenreine LP angeht. Also wenn man jetzt für Minmatar oder für Kaldari oder für Galente direkt fliegt, Missionen, dann sind ja die LP immer davon abhängig, wie viele sind gerade im Spiel. Und die ganze Zeit war es halt so, viel Faction Warfare LP da, nichts wert. Die jeweilige Fraktion ist gerade am Abkacken, weil sie keine Soft haben im Faction Warfare. Und wenn er keine LP generiert, sind die LP sau viel wert. Heißt halt in Zukunft, wenn der Faction Warfare mehr und aktiver geflogen wird, kommen wieder mehr LP ins Spiel, wird halt die Leute, die generell nur für die Level 4 fliegen im Highsec, geringeres Income bedeuten. Du darfst bei den Goristas aber die LP nicht vergessen. Die können halt, je nachdem in was du sie einlöst, können halt schon richtig viel Kohle geben. Also da nicht unbedingt nur auf die Missionsbelohnung oder auf den Zeitbonus schauen, sondern auch auf die LP, was die umgerechnet geben, plus was eventueller Loot halt auch gibt. Weil vor allem bei Missionen gegen Concorde und so sind die Techs halt auch relativ gut was wert. Ach so, die 9 Millionen waren mit LP, okay. Ja, dann wird es halt schon schwierig. Aber wie gesagt, wenn du für Gorista gegen Concorde fliegst oder so, dann können halt die LP schon richtig gut wert sein. Und auch die Tags, also aus dem Loot raus. Willkommen zurück, Frank. Übrigens Info für alle, es ist noch nicht das neue Mikro. Das Problem ist, das Kabel, was da dabei ist, hat 35.000 Meter. Das ist mir zu lang. Ich habe mir jetzt ein kürzeres bestellt, weil ich möchte es halt nur auf dem Tisch stehen haben und nicht durchs halbe Haus verlegen, das Kabel. Deswegen altes Mikro, aber neues Stream Deck. Ja, ja gut, Wurmloch darfst du aber noch nicht vergleichen. Wenn du da das Rolling auf die Kette kriegst und mit ein paar coolen Leuten unterwegs bist, ist klar, dass du deutlich mehr Kohle machst. Es war die zweite oder dritte Station, wo ich als Anfänger damals gewesen bin, und wir haben halt 300 Mille rausgeholt in der Zeit, wo du halt für eine, ich glaube, für sogar für 3 Monate Game Time Card 380 bezahlt hast. Das heißt also für 2 Stunden, und du hast halt ein Viertel Eve bezahlt gehabt. Also ist halt komplett lost gewesen.
Wenn er sich nicht beeilt, der Herr Waldeck, dann ist nichts mehr da zum Kaputtmachen. Waitman kommt drauf an, von was du sprichst. Also wenn du eine normale Mission hier Level 4 machst, beziehungsweise gibt es auch für die Piraten, da funktioniert es ähnlich, da bekommst du die LP so. Und auch im Faction Warfare bei den Agenten geht das so. Aber klar, du kannst auch Tags einlösen für gegen LP. Das mit den Tags ist übrigens auch das Problem. Naja, wir haben noch ein paar. Also, wir sind zumindest noch looten. Das mit den Tags ist auch ein Problem für die Leute, die nicht im Faction Warfare sind. Die eben nicht so einen großen Zugriff auf die Tags haben, wenn sie im LP-Store irgendwas kaufen wollen. Weil dann müssen sie die Tags über den Markt kaufen. Und das ist meist so, dass dann die... der Preis oder die Summe aller Tags, die ich kaufen muss, um ein Item zu erwerben, über den EP Store ist dann in der Regel genauso hoch wie der Wert von dem Item. Das heißt, ich schmeiße dann eventuell sogar noch LP einfach weg in die Tonne und habe halt dann ein Item, was mich genauso viel in IS gekostet hat, als hätte ich es halt im Markt gekauft. Weil halt die Leute, die die Tags verkaufen, da einen richtig dicken Reibach noch machen. Und da halt da der Nachschub oder die Menge von den Tags, die halt verfügbar ist, begrenzt ist, könnt ihr das halt tun. Aber wir können gleich mal angedockt, entwickelt nicht, aber mal nach Nakuga drüber und da im LP-Store von Minmata gucken. Beziehungsweise dann auch im Sisters LP-Store gucken, was da so geht. Ist aber noch kein Container. Gut, also muss der Schlotz aus irgendeinem von den drei Nasen hier rausfallen. Wie vorhin erwähnt, die Bursts geben auch einen Waffentimer, der dann verhindert, dass man durchs Geld durchkommt, beziehungsweise andocken kann und andere Dinge tun kann. Oder liegen die in irgendwelchen Transportern hier wieder drin?
Das sieht doch schwer an einem Transporter aus. Das ist übrigens eine Sache, die mich schon als Anfänger gestört hat und immer noch stört, dass nie eindeutig ist, wo dein Loot ist. Also du hast so Geschichten wie jetzt hier, wo es in dem Transporter rausfällt. Dann hast du Geschichten in ähnlich aufgebauten Missionen, wo das Zeug aus dem letzten Schiff rausfällt. Außer es ist nur eine Fregatte drin, dann fällt es aus dem Kreuzer oder Schlachtschiff raus. Also aus dem letzten davon abgeschossenen. Oder du hast so Sachen wie Damsel of Distress, wo du dann, also der quasi Final Blow auf die Struktur macht, beziehungsweise auf den NPC, der bekommt dann den Loot. Also bei dem landet es dann im Laderaum automatisch. Und es ist halt so sehr undurchsichtig. Und teilweise ist das auch in der Sisters Arc so, dass die dass der Loot auf verschiedene Weise zu dir kommt. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Also macht es halt dem Anfänger nicht unbedingt leichter, das Spiel zu verstehen. Ich erinnere mich noch, als ich glaube ich das erste oder das zweite Mal geflogen bin, dass ich meinen Wolf gesucht habe nach dem Loot, nur um dann festzustellen, dass automatisch im Laderaum gespawnt. Nur war halt die obere Zeile quasi voll. Und unten drunter ist er dann irgendwo rausgelandet, ist er dann gelandet. Also so quasi. Ich habe das gesehen und hier war der Loot und ich habe mir halt einen Wolf gesucht auf dem Ding und wo ist der jetzt gedroppt? Ist halt so semi-lustig. Da wäre es schön, wenn sich CCP mal entscheiden könnte, wie es funktionieren soll. Immer aufsammeln, immer Laderaum, immer letztes Schiff. Oh, das ist hervorragend, das ist nämlich Nakogard. Wollte ich nämlich wegen Minmata-Gedönse eh hin. LPS Dorf of Sisters ist nämlich super easy. Du hast ein Item und... Quatsch. Weiter unten. Wo ist's? Hier, ein Probe Launcher oder so. Das heißt, du schmeißt einen Probe Launcher Tech 1 und hast den hier rumliegen und tauschst dann einfach nur 1:1 gegen den Sisters ein, schmeißt Geld und LP drauf und die Sache ist durch. Und das ist halt bei allen Sachen so. Du hast halt maximal ein T1-Item oder ein Implantat und schmeißt es halt drauf. Und musst dich halt sonst um nichts kümmern. Also brauchst halt kein Zusatzmaterial, kein weiß der Kuckuck was, anderes Schiff, kein irgendwas. Du kannst halt einfach direkt loslegen. Also weißt halt genau, woran du bist. Und wenn ich jetzt rüber... Minbata, und da sieht es halt anders aus. Da ist die Problematik, das was ich vorhin mit den Faction Warfare LPs Tags gesagt habe, die halt nur begrenzt oder durch einen bestimmten Spielerkreis halt ins Spiel reinkommen, was auch beim Update dann wahrscheinlich mehr wird, was vielleicht da das ein oder andere Monopol auch so ein bisschen bricht. Und zumindest Frank ist schon da. Fleet War. Ne, kein Fleet War. Ist nämlich keine Fleet da. Ich jetzt hier Kuschel 3, Paku, Midöns, Büro G. Also ich bin mal als Kuschel 3 512 geworbt. Wenn ihr nachher den Flottenwarp haben wollt, müsstet ihr mir nachkommen. Gerade versucht zu fleetwarpen, aber keiner da. Ich will nämlich hier den LP-Store noch zeigen, der nämlich bei
allen vier Empire-Fraktionen und bei den Fraktionen, die so tun, als wären sie was, also Amatar oder sowas, ähnlich aufgebaut ist. Da hat man nämlich dann Dinge und muss da bei den Schiffen zum Beispiel noch Chips dazu schmeißen oder hat Module und muss dann irgendwelche Tags dazu schmeißen. Und dass halt diese Tags, also Imperial Navy Tag, ist halt ein Tag von Amar, weil Minmatar quasi der Infection Warfare Gegner ist. Das heißt, man muss NPCs wegschießen von Amar, um an diese Tags zu kommen. Und das heißt, ich kann hier im Endeffekt nichts einlösen, abgesehen von dem Implantat hier, und den Schiffen, die halt die Nexus-Chips brauchen, die ich auch im Store bekomme. Aber die ganzen Fitting-Teile, die gibt es halt nur gegen jeweiligen Tags. Also ist halt, also selbst die BPCs sind halt nur gegen Tags. Und ist halt schwierig. Das erklärt halt auch, warum diese die ganzen Module halt teilweise schweineteuer sind. Außer es sind halt Module, die keine Sau braucht. Dann sind sie halt günstig, Anführungszeichen. Dann hat aber irgendeiner halt den Tag weggeschmissen. Es gibt Ausnahmen, das sind die Cap-Batterien. Das ist auch was, was ziemlich nice im Schiff halt ist. Wenn man sich eine normale T1 holt und die selber halt einlöst, weil man hier also montags alle zwei Wochen bei Frank mitgeflogen ist, der ja dann auf dieser Station auch für Crucial 3 fliegt, dann kann man sich halt seine normalen oder die Bleisäure-Batterien, die man normalerweise im Schiff drin hat, halt für 10 Mille und 20.000 LP halt ersetzen, die halt eine deutlich höhere Laderate und deutlich höheren Cap-Bonus haben als die normalen, also T2 oder Meta-Dinger. Das ist aber auch das Einzige. Also die gibt es dann auch in Medium und Small, so man die in Medium und Small haben möchte. Und selbst für das, wo ich ja anzeige, jo, ist alles klar, des Todes Tags dazu schmeißen. Irgendwelche kleinen pimmeligen Codings brauchen immer noch. Also, und das ist halt bei allen Fraktionen so. Das Einzige, was halt wirklich geht, ist Munition. Verbrauchsmaterial läuft relativ gut in den drei Größen. Die Implantate sind frei, aber die gibt es eh überall. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Und Shield Recharger und die Cap-Batterie. Das sind, glaube ich, also Shield Recharger gibt es auch bei Kaldari. Ist aber bei Kaldari besser. Und dann gibt es die Shield Extender, die gibt es auch bei Sucker Tribe in besser. Das Einzige, was hier gut ist, ist im Endeffekt die Batterien, weil die halt am leistungsstärksten pro ISK sind sozusagen. Für Mining gibt es nur den von Ore in Outer Ring. Da gibt es, ich glaube, ein oder zwei Stationen, wo es Agenten für gibt. Und da wohnen Leute, die dich da nicht haben wollen, tun. Also das ist so ein richtiges Kartell, kann man sagen. Was halt auch erklärt, warum Ore Strip Miner so viel kosten, wie sie kosten. Weil vom reinen LP-Wert dürft die nicht das kosten, was sie kosten. Ich bin jetzt gerade mal am gucken, wo die Module sind. Das hier ist der EP Store.
Das sind die, ich sag mal, relevanteren Module, also die Mining Laser, Strip Miner, eventuell noch die Expand Cargo Holds. Wenn du hier 1 zu 1 rechnest, sind das 45 Mille, plus 30, bist du halt bei 75, plus ein Strip Miner, der nichts kostet, um einen einzulösen. Wenn ich jetzt hingehe und gucke, der kostet halt 170 in Liter. Also ist halt mal 100 Mille teurer, als es einfach nur durch ISK und LP zu rechtfertigen wäre. Oder anders formuliert, die LP, die du bei Autoring bekommst, sind sehr viel mehr wert als bei allen anderen Fraktionen, weil einfach die Leute, die dort fliegen, sich entschieden haben, sonst keinen dort fliegen zu lassen und ihre eigenen halt nicht für Ramsch wert rauszuhauen. Aber wer da Bock drauf hat, könnt ihr mal mit was Kleinem, Schnellen hinfliegen und den Leuten Hi sagen und sagen so, hey, ich würde auch gerne mal fliegen. Vielleicht sind sie ja nett. Aber wie gesagt, das ist ein extremer Flaschenhals. Da sollte vielleicht CCP auch mal noch den ein oder anderen Agenten ins Spiel reinbringen für Outer Ring. Was ich schade finde, dass es keine Agenten für eine Fraktion gibt, die ähnlich wie Sisters mit ihrem AMA und Scanning eine Möglichkeit für Shield und Mining zum Beispiel haben. Also dass du halt wirklich einen Ora-Agenten hast, der halt irgendwo im Highsec rumsteht, wo du halt sagen kannst, so, hey, wie sieht's aus, Kollege, mach mal Mission. Immer noch bemüht und gucken, dass ich es über OBS umstelle. Wird wahrscheinlich so ein paar Tage dauern. Also das sind die Agenten, die ich bei Outer Ring habe. Alle. Und wie ihr seht, es ist halt entweder auf 4C oder auf NM. Und das war's. Und das sind halt sogar schon Event Vision, das heißt, die einzigen Vierer, die es halt gibt, sind halt auf NM. Und das ist halt sehr übersichtlich. Also hier zwei Stationen, gleiches Dingens, gleiches System. Hier hinten oder hier. Und das war's. Ansonsten gibt es halt nichts, keine Möglichkeit, da irgendwas zu fliegen, weil es gibt keine Agenten. Und wenn man jetzt guckt, da ist halt so jumpmäßig auch nicht so viel los.
Also selbst die Pipe hat mehr als jetzt das System, wo halt die Agenten drin sind. Man könnte sich Fragen stellen. Mit AB geht's schneller, habe ich gehört. Gerade überlegen, was mir lieber wäre. Wenn CCP tatsächlich einen Ore-Agenten hier ins HiSec packen würde, fände ich es cool, wenn es hier bei uns in der Nähe wäre, oder fände ich es nicht cool? Weil natürlich wäre es ziemlich cool, für die zu fliegen. Ich glaube, ich habe auch mit irgendeinem Char, vielleicht sogar mit C, bin ich mir gerade nicht sicher, Ore-Standing. Also ich könnte halt theoretisch schon 4er-Agenten annehmen mit dem. Also theoretisch wäre möglich. Die Frage ist halt nur, wenn der jetzt, sagen wir mal, in Inder, was jetzt hier in der Nähe ist, gleiche Konstellation, 2 Jumps weg maximal, einen Ruhr-Agent aufschlägt, fangen natürlich sehr viele Leute an und wechseln halt darüber. Also alle, die Galente und mutmaßlich auch Minmata-Standing haben, haben auch Ore Standing übers abgeleitete Standing bekommen. Also für jede Storyline-Mission ein Maul voll Ore dafür. Heißt, es wäre eine relativ große Gruppe da, die halt sofort loslegen könnte, was natürlich dann zu fallenden Preisen und bla 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 führt, was du halt immer hast. Erst gehen die Preise hoch, dann gehen sie runter. Aber es wird natürlich dann auch, weil halt mehr Leute da sind, hier mehr Ganker sein. Und möchte ich für die Chance, Ore-Agenten fliegen zu können, hier bei mir vor der Haustür auch die ganzen Ganker hier haben oder wieder vermehrt haben? Weil wir hatten mal eine Hochphase, mittlerweile sind die aber wieder nach Osman umgezogen, zumindest der allergrößte Teil. Bin mir halt nicht sicher, wie cool die halt hier in der Gegend wären. Weil mittlerweile ist es eigentlich relativ gechillt. Wir haben also hier in Nakugat Leute, die Miner ganken und ab und zu mal den einen oder anderen Marauder rausnehmen aus dem Leben. Aber ist halt nicht wirklich übermäßig viel. Kennen wir nicht? Sagt mir überhaupt nichts. Das ist ein Alt von euch? Amaluis, WZ. WZT, keine Ahnung. Da keiner schreit, lehne ich mal ab. Falls der Ähnliche nur zu spät geschrien hat, gebt Bescheid. Jetzt fragt mal was, sagt mir was, ich schlafe noch ein. Ich brauche ein bisschen Hirnaktivität. Wir haben nur noch eine Viertelstunde. Da möchte ich jetzt nicht Streamende verpassen, weil ich eingeschlafen bin. Oder erzählt mal Anekdote oder insert random Content hier.
Oder soll ich ein bisschen was erzählen? Gerücht zum Beispiel. Weil PNB zum Beispiel hat vorhin geteasert. PNB hat geteasert, dass er bei CCP anfängt. Also es war ein sehr random Video mit Paint und Dingens. Und am Ende hat er eine durchgeschnittene Banane gehabt, auf der mit Post-it Björn B drauf stand. Und da hat er den vorderen Bananenhälften Dingens rumgedreht und da stand dann CCP B drauf. Was natürlich nicht viel Interpretationsspielraum zulässt. Sprich, können also davon ausgehen, dass er eventuell sogar nächsten Monat, also Quartalswechsel, 1. Oktober, bei CCP anfängt. Sollte dem so sein, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ist von noch keiner Stelle offiziell bestätigt, zumindest war es zu Streambeginn nicht der Fall. Ich suche auch gerade, ob ich den Tweet finde. Aber meine Timeline sieht aus, als wäre die Bombe eingeschlagen. Hier ist auf jeden Fall der, wir haben den Markt kaputt gemacht. Weil Forge nämlich keinen Markt hatte nach der Downtime aus Gründen. Da ist es. Hier ist das Video. Also ich kann natürlich euch jetzt den ganzen anderen, aber im Endeffekt geht es um dieses Video. Bin mir jetzt so nicht sicher, ob ich es zeigen soll, darf, kann. Deswegen bitte klickt selber drauf, schaut es euch an. Und am Ende ist halt die gedrehte Banane. Ist es da schon bestätigt worden auf dem ETH-Discord? Weil mein Stand ist halt der von vor 2,5 Stunden und da war es nur ein vages Gerücht aufgrund von eben diesem Video. Ich habe eigentlich gehofft, dass jetzt zwischenzeitlich irgendeiner, also entweder CCP oder Björn halt gesagt hat, so, yo, stimmt, der Teaser funktioniert, der Teaser ist wahr. Ist kein schlechter Gag oder irgendwelche Anspielung, aber selbst auf Twitter ist halt nur Reaktionen von Leuten, die halt, solltest du wirklich eingestellt sein, dann herzlichen Glückwunsch, aber halt alles so in der Schwebe. Und ich mache mal noch ein bisschen schamlose Eigenwerbung. Ein paar viele von meinen Fittings haben sich hier versammelt. Also wer die Fittings, die wir heißt Frank und ich und eventuell auch Leute, die diese Fittings dann sich hier kopiert haben, im Stream fliegen, diese Fittings sind in der Workbench drin. Bitte beachtet, ich sage das jetzt, auch wenn die noch nicht so alt sind, dass es natürlich immer sein kann, dass CCP Änderungen vornimmt, die von einem Fitting von vor random Zeit nicht aufgegriffen werden. Ist natürlich, ich sage es deswegen, weil ich hatte das schon mal vor Ewigkeit mit einem anderen Tool, was so ähnlich funktioniert hat,
dass ich Fittings drin hatte und dann ist rumgemault worden, warum das Fitting nicht funktioniert. Und ich dachte, ja, wenn halt CCP die Spielemechanik ändert und im Tool drin steht, Fitting ist von dann und dann und ihr nicht darauf achtet, von wann das Fitting ist, dann liegt es halt nicht an mir. Dann liegt es halt daran, dass ihr nicht geguckt habt. Also wenn ich jetzt hier, ich meine, immer mal ein teures, da steht hier drin, letzte Änderung, wann es hochgeladen worden ist, letzte Änderung und für welche EVE-Version es hochgeladen worden ist. Und wenn halt hier, was weiß ich, 2018 neben dran steht, dann kann man halt davon ausgehen, dass das Fitting nicht mehr aktuell ist. Oder dass es nicht mehr aktuell sein könnte. Nur so als Hinweis. Ist aus, Ding an, einsammeln ist nix. Ab dafür. Frank hat eine Anschlussstörung. Es ist echt furchtbar, was in letzter Zeit im Netz los ist. Ständig irgendwelche Leute, die disconnecten oder sonst irgendeinen Scheiß haben. Macht das Spiel halt keinen Spaß. Was noch ist, in, ich glaube im US Game Time Shop, also normale East-Seite, aber zum Beispiel über VPN erreicht aus den USA, ist das 3-Monats-Paket für $24 drin, statt für 45 oder was es normalerweise kostet. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Also wer VPNs hat und Eve spielt und Schnäppchen machen möchte, könnte Dinge tun. Ich weiß aber nicht, wie lange das Angebot geht. Das ist nämlich unbestätigt. Das ist nur mir nur bekannt aufgrund einer Frage von einem anderen Eve-Partner, der wissen wollte, wie lange das läuft, hat aber CCP nicht kommentiert. Also gibt es kein Feedback. Ist auch nicht, also ist auch anscheinend nur in den USA momentan dieses Angebot. Kriegen wir. Okay, Martin, du bist auch raus. Dann, ich wollte gerade noch gucken, ob wir noch irgendwas Kurzes kriegen, aber es sind auch nur noch 4 Minuten. Das wird eng. Die Leute zu, bevor ganz viele Einladungen kommen. Oder Bewerbungen kommen, sind ja keine Einladungen. Ja, und Sister Store nochmal ist halt, you see what you get. Hast halt bei einigen Imps, kann es halt sein, dass du noch irgendwas noch draufschmeißen musst. Oder ist es bei denen nicht? Das hier ist gruselig. Das Teil ist richtig gruselig. Sister Emergency Hull Energizer. Habe ich für Ewigkeiten gebaut, hat Jahrhunderte gebraucht, bis es verkauft war. Also Dinge, die man nicht einlösen sollte, das. Und die Indo-Imsis sind auch interessant. Also wer, das war vielleicht auf diese Mining-Zubehör von Wakeman-Frage. Es gibt einige, also Reprocessing-Dinger, die gibt es auch bei Sisters, gibt es aber auch, glaube ich, auch bei anderen Corps drin, wo den Aufbereitungsertrag steigert. Also das RX804 macht halt 4%, das ist das Maximum, was es geht. Muss man gerade gucken, ob das bei dem hier auch drin ist. Das sind die 5er-Imps, genau hier. Also dieses da.
für 79.375 LP und 31,75 Millionen. Macht halt 4% Aufbereitungsertrag. Kann man sich auch mal gönnen, wenn man das hat. Hat Puschelhase auch drin. Gibt es auch mit 4% verringerter Bauzeit, ist auch eine schöne Sache. Und diese Forschungsdinge habe ich ja schon letzten Stream mit bei Frank erwähnt, die halt 5% auf die ME und TE und Kopierzeit halt machen. Das hier ist schön, allerdings Mining Laser Strip Mining Yield, also auf den Gesamtertrag 5%. Geht, glaube ich, nicht bei Eis. Eis hat Cycle Time. Also da müsst ihr euch zwei Klone bauen, wenn ihr beides machen wollt. Nur als Idee. Und das sind die zwei Forschungsdinger, Copy Speed beziehungsweise Material Efficiency, die gehören hier oben zum Researcher dazu. Also die heißen halt, wie der Skill heißt, der das jeweilige beeinflusst. Also Research reduziert die ME-Zeit, Metallurgie macht die Efficiency-Gedönse und Science ist für Kopier zuständig. Deswegen heißen die eben so, auch wenn es eigentlich bei den anderen Sachen genau dabei steht. Also Ice Harvesting ist halt Ice Harvesting. Wer Probleme mit Mining Upgrades Geschichte hat. Also die Mining Upgrades, die erhöhen ja die CPU von den jeweiligen Lasern bzw. Strip Minern. Also wer da noch nicht so geil geskillt ist, kann sich auch hier dieses Mining Upgrades reinballern. Ist aber halt, sobald ihr die Skills oben habt, kein weiterer Vorteil im Gegensatz zu halt Ertrag. Weil der Ertrag, der ist halt, auch wenn ihr ausgeskillt seid, 5% höher. Nur ein geringerer Malus, der halt dann durch die Skills quasi verschwunden ist, macht halt keinen Sinn. AK-Kosten sind von einem Ewigkeit alten, so ähnlich wie Project Discovery war das mal, konnte man die AK-Kosten, also AK-Punkte so ähnlich wie LPs bekommen. Boah, ich weiß nicht, was für die Abkürzung war. Es waren auch irgendwas, Forschungspunkte, sowas in der Richtung. Da konnte man dann so irgendwelche Cosmetics einlösen, die mittlerweile schweineteuer sind. Also hier, was ist denn? Also das hier konnte man halt dann für Unsummen an Geld halt einlösen. Die Frage ist halt, braucht man das? Einzige, was halt okay, cool genug war, sind halt hier diese Analysis-Codes. Die sind aber auch schweineteuer mittlerweile. Da kommen auch diese komischen Booster teilweise her. Was noch interessant ist, was viele nicht auf dem Schirm haben, wenn ihr diesen Rook Drone 46x Nexus Chip beziehungsweise 43x Nexus Chip beziehungsweise 42x Nexus Chip habt, könnt ihr bei Sisters of Eve, die fallen hauptsächlich in der Drohnenregion raus, 1 zu 1 die Blaupausen einlösen. Also ein Chip ist eine Blaupause. Lohnt halt bei Astero und Stratios mehr als bei der Nestor, weil bei der Nestor sind die Baukosten halt höher als das Schiff wert ist. Indo-Patch halt. Die Dinger werden immer bei den Mining-Events interessant. Je nachdem, also wie formuliere ich das am umfassendsten? Jedes Mal, wenn die jeweilige Fraktion ihren jährlichen Event hat, gibt es über die Mining-Aktion hier Loyalitätspunkte für die jeweilige Fraktions- Mining-Unterstützungskorb-Gedöns, welche man dann für
Skins einlösen kann, die es halt nur auf dem Weg gibt, da die Minmata-Dinger aussehen, wie sie aussehen. Gibt es im Endeffekt nur die Klamotten, die halt irgendwie einen Grund geben, das zu machen. Wer aber weder auf hässliche Skins noch auf Klamotten steht, kann sich's halt sparen. Weil die Dinger, jo. Also es gibt halt für kleineres Isk und weniger Aufwand halt geilere Dinger, so. Oder hier, dass die sind relativ lustig, die Hosen. Das ist, weil die Hosen haben nämlich Halterungen für Quave dran. Also kann man sich gönnen. Wer statt Stiefel Turnschuhe haben möchte, gibt es, glaube ich, mittlerweile auch von anderen Fraktionen. Oder aus Gründen, die sie haben wollen möchte, kann halt bei den nächsten Event da mal ein bisschen reinpowern. Wir haben einmal getestet, im Stream ist getestet, dabei sind, glaube ich, 11.000 oder so oder 16.000 rausgefallen. Ich habe für irgendeinen von diesen Skins, habe ich, glaube ich, dann eingelöst und nicht für die Schuhe. Ich glaube, für die Thrasher bin ich mir aber nicht sicher. Im Poké willkommen, aber leider, wir sind schon in der Nachspielzeit sozusagen. Ich habe mich jetzt nur bei einer Zuschauerfrage ein bisschen verquatscht. Wir sehen uns, beziehungsweise ihr seht Frank, ihr hört mich am Freitag. So bei Franks Internet funktioniert, was anscheinend wieder keinen Bock hat oder Zicken macht zumindest. Gehabt euch wohl. Das habe ich gerade gesagt, das geht über, es ging mal über den Event. Die kriegt man momentan nicht, ist immer Event. Also, Kurzantwort: momentan nicht, gibt es über ein Event. Wenn der Event wiederkommt, gibt es die Dinger wieder. Momentan halt nein. Jo. Ich muss gerade mal gucken. Vielleicht kriegt man noch einen Raid zusammen mit irgendwen an irgendwo hin. Aber da ist keiner meiner üblichen Verdächtigen online. Werdet ihr euch selber was suchen müssen? Wenn noch irgendwelche Fragen kommen zu Waffensystemen, Agenten, was auch immer, was jetzt hier die ganze Zeit drüber gequatscht haben, stellt es am Freitag. Macht euch einen Zettel, klebt es auf den Monitor und vergesst es nicht. Ja, gehabt euch wohl, fly safe. Wir sehen, hören uns am Freitag. Bis dann.